Guten Morgen, Freunde. Die Vorbereitung haben heute die Szene aus Petach Tikva 5 und 11 gemacht. Wir öffnen, fangen an mit Ballas von Rabash. Ihr müsst immer Wache halten, jeden Tag. Das heißt, sowohl in der Zeit, die ihr als Tag empfindet, als auch der Zeit, die ihr als Nacht empfindet. Denn wir sagen zum Schöpfer, dir gehört der Tag und dir gehört die Nacht. Das heißt, auch die Nacht, also auch die Dunkelheit der Nacht kommt vom Schöpfer zum Nutzen des Menschen. So wie es heißt, der Tag bringt dem Tag die Sprache, die Nacht eröffnet die Erkenntnis. Daraus folgt, dass es ihnen obliegt, die Herzen ihrer Mitmenschen zu erwecken, damit die Flamme von selbst aufgeht, wie es bei den Weisen über den Satz steht, wenn sie die Lampen anzünden. Und deshalb wird es ihnen eine Ehre sein, die Liebe des Schöpfers auf uns zu wecken. Liebe Freunde, unser Lehrer Rabash, in dem 8. Brief, er sagt, dass Menschen sich hier versammelt haben und sie sind eventuell in der Zukunft werden es andere Menschen sein oder in der Vergangenheit war es eventuell andere Menschen. Aber wenn wir jetzt um uns herum schauen, diese Menschen sind wir. Und wir und unser Lehrer, Rav Leitman, wir sind täglich hier und ruhen uns nicht aus und dafür für euch allen große Dankbarkeit. Shai. Heute, wenn wir hören, dass es das Gebet gab, dann wissen wir daraus, dass unsere ganze Arbeit und die ganzen Rahmen, die wir einhalten, große Freunde, in den Szenen, die jeden Tag für Verbindung kämpfen, unsere ganzen Anstrengungen in der Arbeit für Verbindung, indem wir dem Rat folgen. Und die Wichtigkeit all dieser Mittel erhebt das Gebet. Und als Folge kommt die Dankbarkeit. Und in Dankbarkeit, dank ihr kommen wir zum Gebet. Insbesondere die Dankbarkeit, das, was wir in den letzten halben Jahren erreicht haben, wer glaubt, dass wir alle gemeinsam, wer hat geglaubt, dass wir virtuell studieren werden, dass wir tagtäglich zum Unterricht kommen werden mit großem Chisron und die Dankbarkeit wird mit uns sein bei diesem Unterricht und wir werden dieses Ziel erreichen, für das wir uns hier versammelt haben, dem Schöpfer Genuss zu bereiten mit unserer Verbindung und dann der ganzen Menschheit dies zu verbreiten. Aktive Workshop-Frage. Jeder Freund drückt die Dankbarkeit aus für den Zustand, den wir erlangt haben und drückt sein Chisron aus für den nächstgrößeren Chisron. Nochmals, jeder drückt seine Dankbarkeit aus für den Zustand, den wir erreicht haben und dann drückt sein Chisron aus für den nächsthöheren Zustand. Aktive Workshop-Frage.
אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. בתקופה הזאת. Das ist eine ganz besondere Periode. Und in dieser Periode gibt es die Empfindung, dass wir tagtäglich vorankommen, diese neuen Zustände haben in den Zähnen. Und tatsächlich in großer Dankbarkeit sind. Kabbalisten Rav, die Bücher und letzten Endes unsere Freunde in den Zähnen, damit sie uns unterstützen. Und dass nur in dieser Unterstützung gelingt es uns auf irgendeine Weise, uns auf diesem Weg zu halten. Hier gibt es eine große Arbeit, die die Freunde tun, die Heimfreunde. Ja, ich möchte auch danken, dass der Zehner in letzter Zeit, letztes Jahr, sehr, ja, dass man fühlt, dass wir solch eine Stufe der Verbindung erreicht haben, von der es unmöglich ist, bereits wieder zurückzukehren, herabzusteigen. Und das ist auch ein gewisser Chisaron, damit wir innerlich einander fühlen, dass wir immer nur, dass wir gemeinsam denken, dass mit das möchte ich, wozu wir noch gelangen werden. Also nicht nur unser Gefühl, das uns zeigt, wie wir zu einem einzigen Ganzen geworden sind, sondern auch Rav, der uns zeigt, dass, wie sehr wir uns im Zustand annähern, wenn wir der Menschheit dienen können. Denn Zustand, wo wir dem Schöpfer Genuss zubereiten. Es gibt nichts Größeres als das. Das war das Ziel der Schöpfung. Und von Tag zu Tag arbeiten wir daran, um uns als Zähne fühlen, als etwas Ganzes, das zu diesem Kli strebt, einfach das Kli für den Hören zu sein. Es gibt in dieser Dankbarkeit etwas, wie es mir scheint, dass es nicht für die Vergangenheit sein muss. Das war, das war, das war. Die Dankbarkeit ist wichtig, dass ich dafür dankbar bin, dass ich sage, augenblicklich muss ich sagen, und dankbar das, was du mit mir noch machen wirst. Also auch für die Gegenwart muss man dankbar sein, dass der Schiff uns hier gemeinsam versammelt hat. Und das ist ein Zeichen, dass wir würdig sind, diese Anstrengung zu machen, und dafür müssen wir ihm dankbar sein, dass wir uns hier versammeln und wollen noch einen Schritt zur Verbindung zu machen, noch ein Ort für und andererseits müssen wir auch dankbar sein, dass wir auch in Zukunft, dass wir tatsächlich uns verbinden können und unsere Rolle ausführen, unsere Aufgabe. Ja, es gibt mehr das Verständnis von unserer Aufgabe in der Welt, dass wir das Ziel der Schöpfung ausführen müssen, zu der Verschmelzung miteinander kommen müssen, sodass in uns die Kraft des Hören enthüllt wird, offenbart wird, und all diejenigen, die es benötigen, und die Dankbarkeit, dass das tagtäglich immer mehr offenbar wird, und man fühlt es immer mehr und mehr. Und für uns selbst den Chisaron entwickeln, für dies zu realisieren. Dass wir die Leiter für all die Seelen werden. Die Dankbarkeit dafür, dass wir vom Schöpfer, was wir vom Schöpfer bekommen haben, diese Einladung, uns ihm anzugleichen, und der Chisaron, dass wir dies mehr und mehr wertschätzen.
כן. שותף לתחושה של החברים. ממש מרגיש את ההודעה הזאת. בנינו ביחד. Ja. Wir danken dafür, dass wir uns hier gemeinsam versammelt haben. תמשיך נוח, תמשיך. אני נדמה שנכנס משהו. כן, והתחושה היא גם שהמימוש היום כבר שלנו. Ja, und die Empfindung, die Realisation heute, sie ist nicht nur beim Morgenunterricht, sondern auch, wie sehr wir unseren Chisaron entwickeln, also wie viel wir jedes Mal noch und noch ein bisschen hinzugeben. Wir bereiten gemeinsam ein Produkt vor, das Produkt der Liebe, das alle dann übergehen muss, und von Tag zu Tag verbessern wir es. Wir suchen Neues, das uns hilft, das Ganze weiter zu überreichen. Ich bin voller Gebete, damit die Ohren von dem Volk Israel uns hören werden. Balas Olam, Brief. Wir schicken unsere Bitten nach oben, Schlag um Schlag, unermüdlich und ohne Unterbrechung, und wir sind überhaupt nicht geschwächt durch die Tatsache, dass er uns nicht in unserem Glauben antwortet, dass er unser Gebet hört, sondern auf uns wartet, auf den Moment, in dem wir die Kelim haben werden, um die treue Gnade zu empfangen. Und dann werden wir die Antwort auf jenes Gebet auf einmal erhalten, denn die Hand des Schöpfers wird nicht dürftig sein. Gott bewahre. Teure Freunde, teures Kli Olami, Raft, lasst uns alles zusammenfügen, was wir jetzt zusammen aufgebaut haben, und gemeinsam in das Gebet hineingehen und damit den Unterricht beginnen. Nochmals stille Workshop-Frage. Gemeinsames Gebet, alles, was wir jetzt besprochen haben, mit in den Unterricht hineinbringen. La 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 la.
שלום חברים, אנחנו פותחים את השיעור שלנו. Wir fangen an mit dem Unterricht. Wir machen so eine kleine Klärung für die Zeit, was genau wir lernen sollen. Und Raf entscheidet es, wartet ein paar Augenblicke. אוקיי, אז שלום חברים, אנחנו לומדים את הנושא שלנו, עבודה בעליות וירידות. אז גוטן מורגן פרנדה, אנחנו מאחרים את תמה, עבוד, אופן אבשטיינג, ובן אוסקיבלת אבשטיינג ללזן, ובסיסטם, אינדם סיסטם כנת יהיה די טקסט לפינדן. נתחיל. Und dann wird es jetzt auch in Svevotova hineingeschickt und auf CAP-TV. Ja, ich werde es lesen und erklären, weil das Thema ist sehr wichtig, sehr besorgniserregend, weil wir jedes Mal in Auf- und Abstiegen sind und wie wir damit arbeiten müssen, in den Abstiegen und in den Aufstiegen maximal Nutzen daraus ziehen und wie ein Rad, das sich nach vorne dreht und der andere Teil dreht sich nach hinten. Wie können wir damit arbeiten, sodass die Auf- und Abstiege, besonders die Abstiege, weil das, was wir brauchen, das ist unser Chisseron. Diese höhere Güte, sie befindet sich um ins Rium. Wie es heißt, die Erde ist voll seiner Ehre und deswegen brauchen wir die Abstiege. Wenn wir sie richtig benutzen, dann entdecken wir den richtigen Chisseron und dann kommt das Licht und korrigiert diesen Chisseron, um entsprechend das Licht darin zu enthüllen und so kommen wir voran. Deswegen müssen wir diese Abstiege schätzen und das gerade in ihnen enthüllen wir ein richtiges Kli für die Entwicklung für den Schöpfer und deswegen die Arbeit in den Aufstiegen gibt es auch, aber das Wichtigste ist die ganze Arbeit in den Abstiegen. Und derjenige, der sich dazu vorbereitet, gewinnt in der Zeit, im Tempo und in der qualitativen Entwicklung, weil wie wir sehen aus den verschiedenen Texten der Kabbalisten, aus den Psalmen, wie sehr die Kabbalisten immer die Arbeit in der Verbindung gemacht haben, aber gerade in der Nacht, in den materiellen Nächten, weil die Leiden unserer Arbeit sind in der Dunkel. Das heißt, wir wollen diese zerbrochenen Kelim erheben von der Dame Rishon und sie zu der Verbindung mit uns erheben und sie korrigieren das mit der Hilfe des Lichts und die Füllung davon. Das ist unsere ganze Arbeit. Deswegen im Wesentlichen entgegen der ganzen Welt und die Anfänger, die das nicht sehr lieben, diese Abstiege. Wenn wir vorankommen, müssen immer mehr und mehr fühlen, wie in diesen Abstiegen einen besonderen Geschmack gibt. Und es gibt kein Essen ohne Gewürze, Salz und Pfeffer. Und so müssen wir verstehen, dass gerade diese Zusätze, die wir von unseren Chisseron hinzufügen, das gibt uns diesen Geschmack an für das Licht. Und gerade das macht das Licht, dass man um 620 Mal mehr spürt. Deswegen müssen wir darauf achten, wie man in den Abstiegen arbeitet, in dem Dunkeln, in den Zuständen, wenn wir nicht am Anfang nicht so sehr fühlen, dass es darin einen Nutzen gibt, dass es besser wäre, ohne die Abstiege
ohne Probleme, ohne die Dunkelheit, ohne Zertrennung, ohne Enttäuschung. Aber dann später fangen wir an, diese Zustände zu wertschätzen, weil gerade durch sie, wenn wir diese Zustände haben, fühlen wir einen besonderen Geschmack. Welcher mehr richtig dieses Licht aufrechterhält, und diese Punkte der Dunkelheit, sie geben uns den Geschmack im Licht. Ansonsten ist es einfach nur das Licht, wie zum Beispiel etwas Süßes. Es ist einfach nur süß. Und es ist zu 100% süß. Das ist unmöglich zu essen. Wenn aber hingegen, wie ihr wisst, wenn man eine Torte macht, dort fügt man zum Beispiel Rum hinzu, ja, oder Cognac, verschiedene solche, sogar scharfe Dinge, Salz, Pfeffer, um um diesen süßen Geschmack ins Gleichgewicht zu bringen. Und deswegen ist die Arbeit in den Auf- und Abstiegen, sie muss die ganze Zeit eins nach dem anderen folgen. Inwieweit wir diese Dunkelheit herausfiltern können und in ihr diesen Hisron fühlen, also negative Eigenschaften, gerade dank dem, können wir das Licht als Gutes enthüllen. Und wenn wir das tun, dann kommt es dazu, dass wir diesen Geschmack in Dunkelheit fühlen. Und wenn wir zu diesem Endzustand annähern, auf dem Weg müssen wir die ganze Dunkelheit erkennen, die der Schöpfer für uns vorbereitet hat. Und gerade bei dem Zerbruch des Glies von Adam Rishon, das ist das, was er gemacht hat, das ist das, was er uns vorbereitet hat. Und dank dem, dass wir das enthüllen, mehr und mehr, diese Rishimot von der Trennung, dank dem mehr und mehr können wir dann den Geschmack, die Geschmäcker fühlen, verschiedene Nuancen in dem Licht fühlen. Also lasst uns beginnen mit den Abschnitten und lasst uns sehen, was Rabash darüber schreibt. Rabash und Bala Sulam. Er schreibt Folgendes: Jegliche Sache, die der Mensch probieren möchte, um sie zu benutzen, er muss, versteht es aus dem Kontrast heraus, also, das heißt, die Vorzüge des Lichts aus der Dunkelheit heraus, ähnlich wie der Mensch nicht die Ruhe genießen kann, wenn er nicht weiß, was Müdigkeit ist, dann, wenn er nicht weiß, was Müdigkeit ist, kann er die Ruhe nicht genießen, und deswegen muss er diesen Prozess von Dunkelheit und Abstieg durchlaufen, aber nicht sich davon beeindrucken lassen, auf diesen Abstieg, sondern sich anstrengen, um nicht vom Kampffeld wegzulaufen. Deswegen, obwohl in dem Prozess der Arbeit er bewusst sein muss, dass es zwei verschiedene Dinge sind, aber am Ende der Arbeit sieht er, dass das Licht und die Dunkelheit wie zwei Beine sind und sind wie ein Ganzes, das einander vervollständigt, die den Menschen zum Ziel führen. Lies du auch jetzt einmal. Jegliche Sache, die der Mensch probieren möchte, um zu verstehen, lohnt es sich, sie zu benutzen, kann er das aus dem Kontrast heraus verstehen, so wie die Vorzüge des Lichts aus der Dunkelheit heraus. Und ähnlich dem, wie der Mensch, die keine Ruhe genießen kann, wenn er nicht müde ist, wenn er nicht müde ist. Es obliegt daher den Menschen, den Prozess von Auf- und Abstiegen zu durchlaufen, sich aber nicht von diesen Abstiegen beeindrucken lassen, sondern sich zu bemühen, nicht vom das Schlachtfeld zu verlassen. Deshalb muss er
zwar während des Prozesses erkennen, dass es sich um zwei verschiedene Dinge handelt, doch am Ende der Arbeit sieht er, dass das Licht und die Dunkelheit wie oben die beiden wie zwei Füße sind, zwei Beine, die einen zum Ziel führen. Ja, wir fangen an, diese Dinge zu klären und fangen an mit Kiew. Was soll man tun? Скажите, а как вот все-таки находясь в падении, Рафиканон, wenn man im Abstieg ist, tatsächlich zu dem Geschmack des Aufstiegs bekommen, also der Enthüllung, und nicht einfach nur zum Beispiel dieses, den Zustand zu abzuwarten, bis er vorübergeht, sondern zu benutzen. Zuallererst, das hängt von der Größe der Seele ab. Ob sie groß oder klein ist, das heißt, ob das Kli groß ist oder ein kleines Kli. Wir können das nicht messen, jeder für sich und umso mehr, wir können unsere Kilo auch nicht vergleichen. Das, was ich habe, die Freunde und zwischen den Zähnen, wir können das nicht tun derzeit. Später werden wir sehen, wie wir das machen können, auch vergleichen können und damit arbeiten können, indem wir uns einander vervollständigen. Deswegen haben wir keine Wahl. Wir müssen unsere Zustände so annehmen, wie sie sind, und uns in dem Zustand festhalten, wenn jeder Zustand, den wir haben, jeder auf persönliche Weise und all diese Zustände, sie sind verpflichtet, sich zu offenbaren. Und deswegen, was uns gegeben wird, das tut einfach nur unsere Entwicklung beschleunigen. Und das hängt davon ab, wie der Mensch helfe seinem Freund, wie sehr wir uns einander annähern. Und dank dem werden wir ganz schnell wissen, wie wir diese Zustände realisieren können, die Auf- und Abstiege, und dazu führen, dass wir uns einander annähern und mit Hilfe der Aufstiege und mit Hilfe der Auf- oder Abstiege. Und das eine kann nicht ohne das andere geben. Nehmt zum Beispiel Strom, Magnetismus, alles, jegliche diese Naturkräfte. Das ist Anziehung, Abstoßung, und nichts existiert, kann nichts existieren, wenn dahinter keine entgegengesetzte Kraft steht. Und wir müssen es verstehen, nicht wie kleine Kinder einfach nur das Süße zu lieben. Das ist unmöglich. Wir verstehen, dass dies vorhanden sein muss, so wie es heißt. Die Dinge, die wir klären, das kann man nur aus der Entgegengesetztheit erkennen. Und nur wenn diese zwei Dinge sich vervollständigen, können wir verstehen, was das Licht ist und was die Dunkelheit ist. Ansonsten würden wir keine von ihnen unterscheiden können. Ja. Sagen Sie, wenn sich dieser Abstieg offenbart, wie kann man jetzt am effektivsten diesen Zustand augenblicklich benutzen? Das die allerbeste Methode. Die allerbeste Methode ist der Abstieg, wenn ich beginne, diese Abstiege zu wertschätzen und nehme sie. Das heißt, die Vorzüge des Lichts aus der Dunkelheit heraus, deswegen hat die Dunkelheit keine weniger Rolle als das Licht. Und beide, ich gehe sie einfach schöpferisch an. Das eine kann es nicht in das andere geben. Deswegen die Zustände, die ich in der Dunkelheit durchlaufe, sie müssen für mich, oh, ich fühle ihnen sogar mehr. Und ich sehe mehr die Arbeit des Schöpfers. Was macht er mit mir? Was will er von mir? Und ich beginne diese Zustände der Dunkelheit zu genießen, wie das Licht. Wir sehen, dass das Licht und der Nacht laut der Kabbalah, dass der Tag beginnt in der Nacht. Es war die Nacht, der Tag, Tag 1. Und der Tag fängt dann, wenn der Mensch kein Licht bekommt, sondern in ihm neue Kelim entstehen, die zerbrochen sind. Weil das ist das Resultat
Dieser Kelim ist, wenn sie zu uns kommen, wir müssen diese Dunkelheit in uns annehmen und uns vorzubereiten gegenüber der Dunkelheit, unser Bezug so vorzubereiten, dass wir durch die Dunkelheit beginnen, das Licht zu sehen. Weil in Wirklichkeit gibt es keine Dunkelheit. Alles ist voller Licht. Nur daraus, dass der Erdball sich um die Sonne dreht und er verhüllt vor uns, also dass die Erde ist das Verlangen. Diese verbirgt vor uns das Licht und so ist es auch im Spirituellen. Wir bekommen die Dunkelheit, weil es einen Zusatz an dem Verlangen zu empfangen gibt, das sich aufeinander abfolgend, das heißt, größeres Verlangen zu empfangen, aufkommt. Wir fühlen die Dunkelheit, wir benutzen sie richtig und wandeln sie dann in einen neuen Tag, ins neue Licht um. Und wiederum, wenn wir ihn benutzen, beginnt die Dunkelheit und das ist bereits neue Dunkelheit, neue Nacht und wiederum aufs Neue. Bereiten wir uns vor für diesen neuen Tag und so aus, von der Dunkelheit zum Licht, aus der Dunkelheit zum Licht. Das ist unsere Arbeit. Wie können wir als Kabbalisten und, oder als Schüler der Kabbalisten diesen Ball schneller drehen? Rav sagt, ja, das hängt von uns ab. Es heißt, dass Israel die Zeit beschleunigt, dass sie die Zeit erleuchten. Dass alles von uns abhängig ist, bis wir zu dem Zustand gelangen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Tag und Nacht, sondern das ist alles ein Tag. Was heißt das, dass es keinen Unterschied gibt? So ist es, sagt Rav. Wenn ich zu der Korrektur angelangt bin, so habe ich, gibt es für mich keine Dunkelheit, keine Nacht und Tag, sondern das ist alles das Licht der Unendlichkeit. Er fragt, das ist, weil wir die Dunkelheit und das Licht gleich sehen, oder ist die einfach die Geschwindigkeit so schnell, dass wir keinen Unterschied erkennen können? Du sprichst hier, sagt Graf, wie ein Architekt. Das enthüllt sich dieser Tag, dieses Licht, weil wir über unserem Verlangen zu empfangen aufsteigen, über dem Erdball. Und dann, dort gibt es nur noch das pure Licht. 35. Die Abstiege, die gibt es einen Unterschied zwischen dem Abstieg, der als Folge der Entwicklung stattfindet. Wir wissen, wie die Abstiege kommen, aber wir wissen es nicht. Aber wir können die Zeit beschleunigen, das heißt auch neue Abstiege annähern, damit wir neue Aufstiege haben und so weiter. Aber mit Hilfe, was genau können wir zum Abstieg führen oder zum Aufstieg? Also nicht im Allgemeinen, sondern ins Genau wissen wir das nicht, weil das von den Rishmot abhängig ist, die sich enthüllen müssen. Außerdem gibt es diese allgemeine Zeit in der Gruppe, in den Zehnern und so weiter. Betachtik war 35. Was bedeutet Dunkelheit auszudrücken? Wie arbeiten wir damit in den Zähnen? Das hast du genügend in den Artikeln von Rabbi. Wir müssen die Dunkelheit wie das Licht sehen. Zuallererst diese Zustände annehmen, dass sie vom Schöpfer kommen und deswegen, wenn ich zum direkt die Quelle des Schöpfers bekomme, dann ist mir egal, ob ich das Licht oder die Dunkelheit bekomme. Das Wichtigste ist, dass ich es von ihm bekomme und so, dass, um mich ihm anzunähern. Und was bedeutet, ihn zu vergrößern?
Was für Größe? Die Dunkelheit? Rav sagt, weil ich dem Dunkelheit nicht weniger Wertschätzung gebe als dem Licht, denselben Wert. Tel Aviv 3 fragt, Rabash schreibt, dass der Auf- und Abstieg, das sind zwei Beine, die zum Ziel führen. Ja, ja. Aber was ist das Ziel, das der Mensch vor sich stellen muss, in jedem der Zustände? Wenn er über die Dunkelheit aufsteigt und dem Licht, das für ihn das Wichtigste ist, das die Verbindung mit der Quelle. Der Schöpfer ist die Quelle des Lichts und ich möchte dank der Empfindung der Dunkelheit und dem Licht mich mit ihm verbinden. Und dann ist es mir egal, ob das die Dunkelheit oder das Licht. Das Wichtigste ist, dass ich immer auf die Quelle ausgerichtet bin. Holland. Guten Morgen, lieber Rav. Was ist dieses Gefühl von von diesem Geschmack? Was ist dieser Geschmack? Was So how do I know what to add? What flavor do? Wie kann ich wissen, welchen Geschmack ich hinzufügen muss? Und über welche, wie soll ich das wissen? Ich weiß nicht, welchen Geschmack, und in Wirklichkeit verstehe ich deine Frage nicht so sehr. Er meint hier, wie es hier heißt, dass jegliche Sache, die der Mensch probieren möchte, deswegen fragt er, was ist das für ein Geschmack? Welchen Geschmack man hier hinzufügen muss? Jeglicher Geschmack, den der Mensch probieren möchte, um zu verstehen, soll er ihn benutzen? Oder ist verpflichtet, das kennt aus dem Kontrast heraus. So ist es immer, die Vorzüge des Lichts aus der Dunkelheit heraus, das ist das Wichtigste, was wir machen müssen, dass wir in dem ähneln, dass der Mensch keine Ruhe genießen kann, wenn er nicht müde ist. Deswegen befinden wir uns in diesem abwechselnden Zustand der Abwechslung, Annäherung, Entfernung, Annäherung. Und so macht das der Schöpfer permanent mit uns, wie wir kleine Kinder lehren zu laufen. Wir nehmen ihn mit, wir halten ihn mit beiden Händen fest und dann wollen wir, dass er geht. Wir lassen ihn los und entfernen uns von ihm. Und dann hat er keine Wahl, er steht, weint und dann macht er diesen einen kleinen Schritt nach vorne. Und nimmt uns wieder in den Händen und wiederum lassen wir ihn los und entfernen uns von ihm und er hat keine Wahl. Wiederum macht er einen Schritt nach vorne. Es ist genau 1:1, wie wir Kinder lehren. So lehrt uns auch der Schöpfer zu laufen. Almata. Danke, Lehrer. Raff, warum wird die Dunkelheit für den Kabbalisten wichtiger als der Aufstieg an sich? Raff sagt, weil die Dunkelheit, in der Dunkelheit enthüllt man dann verschiedene andere Chisronot, die uns vom Schöpfer entfernen, zwischen uns und dem Schöpfer. Und dann können wir sie korrigieren und uns annähern. Es ist unmöglich ohne die Dunkelheit. Und ich weiß nicht, wo ich mich annähern kann, was ich korrigieren muss. Wo ist die Bewegung, die ich machen muss in mir selbst, um mehr mit den Freunden verbunden zu sein? Und daher die Empfindung der Dunkelheit ist für uns notwendig. Und sie gerade, die Kabbalisten, es ist bekannt, dass die Kabbalisten die Arbeit in der Nacht tun. In der Nacht gibt es diese Wächter und in der Nacht bauen wir unsere Kelim auf für das Licht. Und wenn unsere Kelim bereit sind, dann enthüllt sich darin das Licht und das nennt man den Tag. Das heißt, es gibt keinen Tag und Nacht, sondern wir befinden uns in der Welt, das komplett mit Licht gefüllt ist. Der Schöpfer füllt die ganze Welt aus und das ist nicht wie das Sonnenlicht und wie, ob wir die Sonne sehen oder nicht, sondern wir befinden uns in einem Zustand, der komplett im Licht ist. Und dann kommt die Dunkelheit daraus, dass wir
das Licht nicht enthüllen können wegen der Abwesenheit unserer Kelim. Und wenn wir unsere Kelim vorbereiten, dann fangen wir an, allmählich das Licht zu sehen, dass es funktioniert, und wir in diesem Licht existieren. Und das ist der Anfang des Tages, und so entsteht es, steht der Tag, und wiederum aufs Neue kommen Reshimot auf, neue Reshimot, die unkorrigiert sind, und allmählich, das ist wie die, wenn die Sonne untergeht, und wir beginnen wieder den Tag und die Nacht und den Tag. Und wiederum korrigieren wir unsere Kelim, die sich am Ende des Tages wieder enthüllen, die zerbrochen sind, und bereiten uns zum nächsten vor. Und wenn wir sie vorbereitet haben, enthüllen wir wiederum das Licht, den morgigen Tag. Und so kommen wir dann voran. Das heißt, wir bestimmen, jeder Zehner bestimmt für sich selbst, wann es Tag ist, wann es Nacht, Tag, Nacht ist und so weiter. Afrika. Bonjour, professeur bien-aimé. Est-ce que le ressenti de l'état d'ascension peut-il devenir nuisible à notre progrès spirituel? Et dans ce cas, que devons-nous faire? Der Geschmack am Aufstieg kann es unserem Studium schaden? Und wenn ja, was ist zu tun? Nur eins kann uns unsere Arbeit schaden. Das ist, wenn wir uns nicht rechtzeitig miteinander verbinden. Wenn sich irgendeine Entfernung zwischen uns aufkommt auf verschiedene Weise, augenblicklich müssen wir daran arbeiten, um das zu vertreiben. Also zu vertreiben, damit meine ich, darüber zu sein. Diese Entfernung gerade nach innen mit hineinbringen in unsere Arbeit. Wenn wir dies bedecken mit Verbindung und so all die Entfernungen, die sich uns die aufkommen, bedecken wir mit der Verbindung untereinander. Italien 3. So, sì. Buongiorno maestro. Volevo chiedere questo. La sensazione di essere nell'oscurità come una situazione. Guten Morgen, Lehrer, ich wollte gerne fragen, die Empfindung, dass du in der Dunkelheit bist, was für uns eigentlich gut ist. Das ist der Zustand, die dank dem Licht zu uns kommen. Was? Wiederhole es bitte. Allora, la sensazione di essere nell'oscurità come una buona sensazione, perché io ho paura. Das Gefühl, dass du in der Dunkelheit bist, was eigentlich eine gute Empfindung ist, und es gibt eine Angst vor solchen Zuständen. Man will niemals solche spüren, aber sie kommen auch dank dem Licht zu uns. Ja, alles kommt zu uns dank dem Licht, der Kraft. Es gibt keine Dunkelheit, also Achuraim, das ist die Rückkehrseite des Lichts, die andere Form des Lichts. Lichts nennt man Dunkelheit. Es gibt in der Wissenschaft Kabbalah zwei Sprachen. Das ist Hebräisch und Aramäisch. Also Hebräisch, das ist das Licht, das ist der Tag. Und Aramäisch ist das Orte. Das ist der aramäische Orte, weil es die umgekehrte Sprache ist, ist Orte, das die Nacht, und im Hebräischen ist Or, das der Tag, das Licht. Also, das ist Aramäisches von Seiten der Kelim und Hebräisches von Seiten des Lichts und Aramäisch von Seiten der Dunkelheit, die Sprache, und Salt Lake City. Guten Rav, eine Frage. Welche Folgen hat es, wenn ein Freund vom Kampffeld flieht? Welche Folgen hat es für ihn? Das heißt, er befindet sich nicht mehr
unter uns. Es ist alles, ja, dass er einfach, wir müssen ihm versuchen zu helfen. Also nicht komplett herauszufallen, sondern ihn jetzt wie einen Kranken zu betrachten, dass er derzeit etwas nicht machen kann, aber für ihn trotzdem Platz lassen und inwiefern das möglich ist, lassen wir diesen Platz und wenn er zurückkehren möchte, soll er zurückkehren. Das war's. Und nur unter der Bedingung, dass er nicht stört, dass er uns einfach nicht schadet. Wenn er dem Zehner schaden möchte, dann natürlich hören wir auf mit ihm jegliche Verbindung. Mark 6. Wie man hat nur Kraft für Mechaniker. Ich habe mich jetzt nicht so ganz verstanden. Ja, auch Raf sagt, dass ich dich nicht verstehe. Ich habe eine Stufe gebeten und Kraft gibt es nur für ein mechanisches Gebet, dass ich in unbelebter Natur sogar bin, nicht mal ein Tier, sondern unbelebte Natur bekommen habe. Nein, nein, du betest nicht um dies, du betest nur um die Verbindung für die Freunde, sagt Raf, und um nichts anderes. Das ist das Kli, in dem du deine nächste Stufe erlangst. Vergesse nicht, das Kli. Petach Tikva 27. Man fühlt nur, wenn es großen Druck gibt, Ängste, Kilim in dieser Welt, dann fühlt man die Notwendigkeit, um sich auf komplett mit dem Zehner zu verbinden und mit dem Schöpfer. Sobald ich falle, wenn der Druck weniger wird, dann verschwindet auch die Notwendigkeit in der richtigen Verbindung. Das steht das Gefühl, dass ich immer den Druck dieser Welt brauche, weil nur dann gibt es die Chance für die Verbindung mit den Freunden und mit dem Schöpfer. Das ist immer noch Mangel an Glauben, an Verbindung, hier einfach nur weitermachen, mit einfach weitermachen. Borger. Ja, in der Arbeit merke ich, dass ungefähr 90% der Zeit bin ich in einem gewissen Zwischenzustand. Das ist weder Auf- sondern Abstieg. Wie kann man sich hier richtig weder hin oder her richtig vorantreiben? Ich verstehe dich, sagt Raf. Solche Zustände haben wir und sie werden auch weiterhin zu uns kommen. Ich rate, dass mit Hilfe mechanische Verbindung mit den Freunden haben und durch die Verbreitung, dadurch, dass du eine Gruppe hast, wo du ihnen erklärst, was die Kabbalah ist, dass du die Menschen dazu ziehst, dass sie sich annähern. Dank dem kannst du die Zeit beschleunigen und es so verändern, dass jeder dieser Zustände ausgeprägt wird. Aber wenn du alleine bist und die Verbindung zwischen euch schwach ist, dann seid ihr sozusagen, ihr hängt in der Luft. Okay, gehen wir weiter. Raf, man schickt uns einen wunderbaren Abschnitt von Rabash. Man kann ihn lesen. Es ist bereits. Es ist von Band 3 ein Abschnitt. Es gehört zum Thema. Soll ich lesen? Raf sagt, ich weiß nicht, ich habe nicht gelesen, ich weiß es nicht. Die Besitzer haben es bekommen. Ist nicht, das ist ein Zusatz. Also, wir machen weiter, einfach weitermachen. Zweiter Abschnitt.
Der Mensch muss darauf achten und darauf und glauben, dass der Schöpfer ihm hilft und ihn ausrichtet, damit er zum Königsthron führt. Und es stellt sich heraus, dass er sich freuen sollte, dass der Schöpfer ihn führt und ihm auch eine Stütze beschert. Mit anderen Worten, der Mensch sollte glauben, dass so wie der Mensch verstehen kann, dass Schöpfer ihm Aufstiege gibt, denn es besteht hier kein Zweifel, dass der Mensch nicht sagen kann, dass er es selbst bekommen hat, sondern der Schöpfer möchte ihn näher bringen. Deswegen gibt er ihm diese Aufstiege. Und genauso muss der Mensch auch glauben, dass auch die Abstiege vom Schöpfer kommen, da er ihn näher bringen möchte. Wir lesen nochmal den zweiten Abschnitt. Ein Mensch sollte darauf achten und glauben, dass der Schöpfer ihm hilft und ihn führt, damit er den Weg folgen kann, den zum Königsthron führt, in den Königspalast. Es stellt sich also heraus, dass er sich freuen sollte, dass der Schöpfer ihn führt und ihm auch die Abstiege gibt. Mit anderen Worten, der Mensch sollte glauben, so wie der Mensch verstehen kann, dass der Schöpfer ihm diese Aufstiege gibt. Denn hier gibt es keinerlei Zweifel, dass der Mensch nicht sagen kann, dass er dies selbst diese Aufstiege bekommen hat, sondern dass dieser Schöpfer es den näher bringen möchte und deswegen gibt er ihm diese Aufstiege. Und so muss auch der Mensch auch glauben, dass auch die Abstiege vom Schöpfer kommen, da er ihn näher bringen möchte. Ich sehe, dass dies klar ist. Ja? Aber das sagt vieles aus. Und diese Abstiege bringe ich dem Schöpfer näher. Und wenn ich in einen mit ihnen mehr fühle als in dem anderen, das ist ein Anzeichen dessen, dass mein Verlangen mich auf den Zustand ausrichtet, in dem es mehr Belohnung gibt, Genuss gibt. Und wenn ich sie korrigiere, im Auf- und den Abstiegen, dann wird alles zur Verbindung mit dem Schöpfer. Hebräer 10. Ja, danke, Rav. Wir haben vorgesagt, dass der Zähne selbst bestimmen muss, ob er im Auf- oder Abstieg ist. Wie kann man diese Klärung machen? Nochmals. Zuvor haben wir gehört, dass jeder Zehner für sich selbst entscheiden muss, befindet sie sich im Auf- oder Abstieg. Die Frage ist, wie machst du diese Klärung? Zuallererst muss der Mensch wissen, in welchem Zustand er ist. Und wenn es eine Verbindung zwischen ihnen gibt, dann können sie bereits über ihren gemeinsamen Zustand reden. Aber wenn es keine Verbindung zwischen ihnen gibt, dann werden die Worte nicht helfen. Und mit Hilfe dessen, dass sie sich annähern, dass wenn sie miteinander sprechen, wir sind nicht wie in einer Regierung oder im Parlament, und wo wir diese ganzen Treffen veranstalten. Wir müssen, wo wir debattieren, wir müssen wissen, dass wir in solchen Zustand sind, in unseren Anstrengungen, Abstiegen. Und deswegen helfen uns hier die Gespräche nicht so sehr. Sie müssen mit unserem Aufkommen, gemeinsam mit unserer. Deine Frage ist nicht praktisch für die Spiritualität. Ist es praktisch, wenn du mit deiner Familie sitzt oder mit deiner Frau oder auf der Arbeit? Auf irgendwelche Art und Weise und ihr klärt eure Beziehung auf. Im Spirituellen ist das nicht so. Im Spirituellen, dadurch, dass wir zu einem einzigen Ziel streben, zu einem einzigen Stil, fangen wir an zu fühlen, dass wir darin sind. Diese gemeinsame Empfindung muss aufkommen zwischen uns. Ansonsten wird es nur noch Worte bleiben. Tel Aviv 4. Klar. Tel Aviv 4. Rav, ist es richtig zu denken, dass wenn ich an den Zehner denke und den Schöpfer, wenn ich nicht daran denke, ist es bereits ein Abstieg, wenn ich nicht an ihn denke?
Rav sagt, ja, man kann das auch so sagen. Selbstverständlich, das ist eins der Anzeichen. Frankreich. Bonjour, Rav. J'aimerais parler de l'exercice que tu nous as donné de comparer nos états. Guten Morgen, Rav. On l'a fait et puis. Wollte fragen, was die Übungen angeht, die wir die sie uns gegeben haben, wo wir den Zustand des Zehners überprüfen müssen. Wir haben gesehen, dass entweder sind wir alle im Abstiegen oder wir sind alle in Aufstiegen. Und wie sollen wir das verstehen, dieses Resultat? Dass ein Teil des Zehners im Aufstieg sein muss, ein Teil im Abstieg. Ich habe gesagt, das ist später, wenn wir dann bereits untereinander arbeiten und permanent dazu streben, im Aufstieg zu sein, dass sogar unsere Abstiege tun wir leben wie Aufstiege. Und deswegen rollen wir so wie ein Rad. Dies bedeutet, dass wir bereits diese Kreisläufe untereinander zusammen mit uns durchlaufen. In jedem der Zustände, ein Teil, wir drehen uns gemeinsam drehen wir uns. Wir tun einander vervollständigen in unseren Findungen, im Verständnis und in diesem gemeinsamen Ziel. Es gibt im Zehner Freunde, die der innere Charakter der Arbeit in den Abstiegen unterliegt und andere wiederum mehr in den Aufstiegen arbeiten. Ja, so ist es. Aber das ist noch zu früh, darüber zu reden. Das kommt später und dann werden wir darüber reden. Petach Tikva 24. Was die Abstiege angeht. Die Abstiege, das ist eine Empfindung oder ein Verständnis, weil ich kann schlecht fühlen, aber Rabash sagt, das ist gut. Wie soll ich jetzt wissen, bin ich im Auf- oder Abstieg und muss ich das überhaupt so sehen? Das, was Rabash schreibt er. Aber wie siehst du das? Ist das für dich ein Auf- oder Abstieg? Das ist genau die Frage. Nein, das ist keine Frage. Unsere Arbeit ist es, das Licht in die Dunkelheit umzuwandeln und die Arbeit nachzutun, diese Kelim vorzubereiten. Wie wir unsere Kelim zum Licht für das Licht vorbereiten, fühlen wir in ihnen das Licht. Es gibt sowas nicht wie hier in dieser materiellen Welt. Tag und Nacht, wenn wir uns um die Sonne drehen. Und dann haben wir Tag und Nacht. Das hängt davon ab, auf welcher Seite wir auf dem Erdball sind gegenüber der Sonne. Aber wir müssen hier unsere gemeinsame Arbeit tun. Und wenn wir bestimmen, dass unser Zustand die Verschmelzung ist, und wie sehr die Dunkelheit war, dann fangen wir an mit dem Tag und die Dunkelheit leuchtet wie das Licht. Und so muss es sein. Es gibt keine Dunkelheit, es gibt keine Nacht. Alles ist Tag. Ich kann gut fühlen und jetzt nicht besonders an die Freunde denken. Aber in Wirklichkeit bin ich abgetrennt. Und es gibt hier auch andere Dinge, die mich füllen. Und ich kann schlecht fühlen und auch ohne jegliche Verbindung mit dem Zehner zu sein. Also, wie soll ich jetzt wissen, ob ich im Aufstieg bin, Abstieg bin? Du musst entscheiden, wo du bist, in einem Tier, welches in seinem wie ein Hund
wenn du im Käfig sitzt, oder du musst entscheiden, wenn du nicht die Dunkelheit fühlst, sondern nur das Licht, weil du dies vom Schöpfer annimmst. Und das ist nicht, weil es das Licht und die Dunkelheit gibt, sondern weil du das vom Schöpfer bekommst und deswegen ist für dich alles Licht. Aber das ist ja alles im Verstand, das ist abgetrennt von der Empfindung. Aber wenn du das so denkst, dass es derzeit so ist, alles ist im Gefühl. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man über den Verstand sprechen kann in der Wissenschaft der Kabbalah, wenn unser Kli das Verlangen ist. Almata 1. Ich denke, ich nehme diese Auf- oder Abstiege nicht richtig wahr, weil die Verbindung mit dem Zehner in demselben Augenblick sehe ich, dass ich komplett in meinen Flanken zu empfangen bin. Wie soll man jetzt hier die richtige Ausrichtung beibehalten? Die Verbindung in dem Zehner und die Ausrichtung gemeinsam auf den Schöpfer, das ist also eine richtige Ausrichtung. Und die ganze Zeit, Artikel 31. Wir müssen zu einem Zustand kommen, wenn das gefühlt wird, wie die Wissenschaftler, die was außerhalb von sich fühlen oder sich in diesen Zustand vertiefen. Nur in uns, die ganze Wissenschaft der Kabbalah, das ist die Empfindung, es gibt nichts, was in der Wirklichkeit existieren würde, als nur dem Verlangen. Und wir lernen nur diese Abwechslung der Verlangen, die wir in diesen Veränderungen dann wahrnehmen. Ja, mit. Schreibt hier, dass der Schiff helfen muss. Meine Frage ist jetzt, gibt es einen Ratschlag, wie man mehr darauf achten soll? Nur mit Hilfe der Umgebung. Nein, alles klärt sich im Gedanken. Wenn wir nicht über den Zehner denken, wenn er denkt, dass in dem Zustand, wenn er sich fokussiert, konzentriert und gemeinsam mit dem Zehner auf dem Ziel, auf das Ziel ausrichten, dann gibt uns der Schöpfer solche Zustände, richtigen Zustände, damit wir uns darauf fokussieren und weiter vorankommen. Und man kann nichts mehr tun. Artikel 35. Danke, Rav. Wenn ist der Weg tatsächlich konstruktiv ist, dass ich die Hilfe vom Schöpfer bekomme und nun dementsprechend mich entwickeln kann? Ja? Ja. Dann, Amit, lies weiter. Also bevor wir fortsetzen, möchte ich mich bedanken an alle Übersetzer, die geholfen haben, all diese Artikel und die Abschnitte zu studieren. Dank ihrer Übersetzung und ohne ihre Hilfe hätten wir nicht die Möglichkeit, dies zu lernen. Wir lesen den dritten Punkt. שמקבל עתה חלק מחלל הפנוי שהיה ריק ממלכות שמיים ומכניס את מקום הריק וממלא אותו עם מלכות שמיים. נמצא שהוא ברר עתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק ומילא אותו עם מלכות שמיים. וזה נקרא שהעלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצין מחלל הפנוי
לתוך הקדושה. נמצא שמכל ירידה וירידה In die Heiligkeit, das heißt also, dass von jedem Abstieg kommt er zu einem neuen Anfang und erhebt neue Funken. Wir lesen nochmal den dritten Abschnitt. Bei jedem Anfang ist der Mensch verpflichtet, neu zu beginnen, um den höchsten, um die höchsten Malchut zu empfangen. Und es reicht nicht aus, dass er gestern den Glauben den Schöpfer hatte. Daher wird jedes Empfangen des der höheren Malchut als eine neue Eigenschaft betrachtet. Das heißt, er empfängt nun einen Teil des leeren Raums, der frei von der Malchut war, und stellt diesen leeren Raum und füllt ihn mit der höchsten Malchut. Es stellt sich also heraus, dass er nun etwas Neues herausgefunden hat, etwas, was vorher nicht da war, bevor er diesen leeren Raum nahm und ihn mit der obersten Malchut füllte. Und das heißt, dass er einen neuen Funken zur Heiligkeit erhoben hat. Und in der Vielzahl der Aufstiege erhebt er immer mehr Funken aus diesem leeren Raum zur Heiligkeit. Es scheint also, dass er von jedem Abstieg zum neuen Anfang kommt und erhebt so neue Funken und sie aufsteigen lässt. Außer Kiew gibt es niemand anderen. Ja, Wetterev, was bedeutet das höhere Malchut? Wie können wir dort diesen leeren Ort erheben? Es gibt die Malchut von Bina und die Malchut Malchut. Und wir müssen aus der Malchut zu Malchut aufsteigen, in die Malchut von Bina. Malchut, das ist Macht. Macht das Verlangen zu empfangen, das ist Malchut. Und Macht das Verlangen, um zu geben, das ist Bina. Und so müssen wir aufsteigen, müssen all unsere Verlangen dazu, die in uns aufkommen, zum Geben erheben. Mit Hilfe dessen, dass wir uns untereinander verbinden und beten, bitten den Schöpfer, dass er uns das Licht für die Verbindung gibt zwischen uns. Wenn es keine Verbindung gibt, haben wir um nichts zu bitten. Aber in dem Maße, wie wir uns verbinden, bitten wir, dass diese Verbindung zwischen uns, damit sie uns dieses Licht gibt. Und dann gibt uns der Schöpfer dieses Licht für die Verbindung, das heißt das Gebet zu erheben, und dann fühlen wir die Verbindung, die er für uns gemacht hat, und diese Verbindung fangen wir an, die höhere Kraft zu sehen, dass auch der Schöpfer ist letzten Endes, okay? Ah, jetzt haben wir Dnieper. Bitte. Hallo, Wetterauf. Wie können wir entsprechend dieses Artikels, dieses Gebet erheben? Und nach dem Unterricht schreiben wir immer ein Gebet gemeinsam mit der Gruppe. Ist es richtig, dass die, die sich im Aufstieg, die sich im Aufstieg befinden, beziehungsweise die im Abstieg befinden, Gebete erheben können? Selbstverständlich kann man das tun. Es ist gut, wenn ihr das macht, jede Gruppe, jede Szene macht das von sich und habt keine Sorgen. Zum Schöpfer gibt es keine Schlange, die Schlange anstehen. Er funktioniert auf unendliche Ein- und Austritte. Jeder, der sein Gebet zu ihm erhebt, dann hat er bereits einen Kontakt mit dem Schöpfer. Der Schöpfer im Allgemeinen fühlt zwei Zuwendungen. Entweder das ist die Bitte oder das ist die Zuwendung mit einer Dankbarkeit. Ja, also Dankbarkeit oder Bitte. Also wir müssen in einen von ihnen sein, entweder oder. Und oder man kann nicht oder in beiden gemeinsam, aber die Zuwendung an den Schöpfer, in der wir funktionieren und mit Hilfe dessen können wir unseren Zustand verändern und zur Korrektur vorantreiben.
Bonjour, Rav. Kabul 3. Do or ascent and spiritual descent have a direct link with the situation we are experiencing and our corporal world? Toda, Rav. Gibt es eine direkte Verbindung zwischen Auf- und Abstiegen? Zwischen unseren Sprichungen, Empfindungen und, oder das, was wir in der materiellen Welt fühlen? Gibt es eine Verbindung zwischen diesen? Oh, das werden wir studieren, aber nicht jetzt, nicht jetzt. Natürlich gibt es eine Verbindung, aber diese Verbindung zu studieren können wir es danach, wir mit Aufstiegen und Abstiegen lenken werden, all diesen Zuständen, mit Hilfe unserer Verbindungen und mit Hilfe der Verbindung mit dem Schöpfer. Dann werden wir praktisch diesen Mechanismus auch studieren werden. Das kommt. Das ist ein besonderes Studium, wunderbares Studium. Ich war in keiner Gruppe, die das studiert hätte und sich bemüht hätte, selbstständig die Handlungen des Geschöpfers zu ändern. Das nennt man, dass der Gerechte betet und der Schöpfer ergänzt. Ich hoffe, wir gelangen dazu. Hängt von euch ab. Das ist keine Fantasie. Das ist nichts Unreales. Wir können dazu gelangen. Was macht dort PT-13? Wer ist dort in der Mitte? Ich sehe ihn nicht. Unser Rothaarige. Was sind die Funken? Wie korrigiert man diese Funken? Funken, das sind Teile des Verlangens, die wir klären müssen und sie mit dem Licht verbinden müssen. Und jeder von ihnen wird sich in ein Kli umwandeln. Und die Verbindung der Funken baut in uns tatsächlich das richtige Kli auf. Ich wollte nochmal zurückkehren zu der Frage von Gideon, die Empfindung von dem Licht und der Dunkelheit. Ist es klar, dass wir das Licht in der Dunkelheit fühlen, in unserem immer noch empfangenen Kelim? Also in dem Augenblick, wenn wir die Abstiege haben und haben bereits gebende Kelim, dann können wir bereits dort das Licht fühlen. Das Licht, welches in den Kelim des Gebens übersetzt wird, das ist die spirituelle Füllung. Und die Dunkelheit, die gespürt wird in den Kelim, das ist das spirituelle Dunkelheit. Wir sprechen darüber. Ja, und in diesen Abstiegen, in welchem Kelim fühlen wir den Aufstieg? In unseren Kelim des Empfangens. Bislang befinden wir uns in ihnen in der Absicht zu empfangen. Also in den empfangenen Kelim, die umzugeben sind, dort fühlen wir das Licht? Ja, aber es gibt keine andere Kelim. Es gibt keine Kelim des Empfangens. Kli, das ist das Verlangen zu empfangen. Die Absicht, in der Absicht zu empfangen, gibt uns das Gefühl der Dunkelheit und das Gefühl des Lichts. Aber Verlangen ist immer ein Verlangen zu empfangen und darin ändert sich es nicht. Also was ist dann die spirituelle Dunkelheit? Spirituelle Dunkelheit, wenn ich spüre, dass ich mich in der Absicht zu empfangen finde in meinem Kelim. Danke. Wenn ich zu wenige Auf- oder Abstiege habe und will das Tempo beschleunigen, kann ich das Kleolamide dafür benutzen oder die Gruppe, um schneller voranzukommen? Natürlich kannst du, wenn du eine Verbindung mit der Gruppe hast, mit Hilfe dessen schreitest du dann voran, entwickelst dich, ich verstehe die Frage nicht. Zum Beispiel die Auf- und Abstiege, kann man damit
benutzen, um voranzukommen? Du kannst dich, du hast keinen Bezug dazu. Nur in deiner Fantasie scheint es dir so, dass du damit einen Bezug hast. Mit Hilfe von was? Du befindest dich mit ihnen in einem gemeinsamen Kli. Du spürst ihren Schmerz, du bist froh. Du freust dich, wenn sie sich freuen. Du möchtest sie erheben, retten. Eventuell hilft die Verbreitung. Die Verbreitung hilft, aber das ist immer noch weit entfernt. Du denkst immer noch darüber nach, wie du funktionieren willst, wie du verdienen willst mit Hilfe deiner Verbindung mit den Menschen, dabei nicht, wie du den Fortschritt der Menschheit hervorrufen kannst, dass du die Menschheit zum Schöpfer näher bringst. Du denkst darüber nach, wie du näher kommst zum Schöpfer. Und das ist der große Unterschied. Fokusgruppe. Ich wollte fragen, was bedeutet, dass jeder Abstieg ein neuer Anfang ist? Wie wir beginnen, das zu studieren, dass ein Tag war und es gab Abend und es gab Morgen und das war Tag 1. Das heißt, nicht der Abstieg, sondern die der Anfang der Offenbarung des zerbrochenen Reshimot am Anfang der nächsten Stufe. Das heißt, der Reshimot offenbart sich im nächsten Zustand mehr und mehr, so bis wir in die Nacht eintreten, das heißt in die Dunkelheit mehr und mehr. Bis wir beginnen, mit dieser Dunkelheit zu arbeiten, ungeachtet dieser Dunkelheit, das heißt, wir möchten mit der Quelle dieser Dunkelheit uns befinden, das heißt mit dem Schöpfer, wie geschrieben steht, dass für dich Tag und für die Nacht. Und so arbeiten wir richtig mit der Dunkelheit, bis wir zum Licht gelangen. Das heißt, im gleichen Kelim, die unkorrigiert sind, in welche wir die Dunkelheit, die Nacht gespürt haben, zu ihnen beginnen wir anders zu beziehen. Wir beginnen zu beten, mit der Korrektur zu beten. Und dann kommt die Korrektur für die in die gleichen Kelim. Und in ihrer Korrektur spüren wir den Tag, also das Licht. So passiert das. Das heißt, die gleichen Kelim, in welchen es eine Dunkelheit gab, wird zu Tag. Und danach offenbart sich in ihnen nochmal neue Kelim, also zerbrochene Reshimot, und wir spüren wieder die Dunkelheit und wir korrigieren sie wieder und gelangen wieder dazu, dass mit Hilfe dieser Kelim wir das Licht offenbaren, den Tag. So ändert sich das Flip-Flop. In so eine Art gehen wir über von Nacht zu Tag. Ab alles beginnt mit der Dunkelheit. Und es gab Abend, es gab Morgen, Tag 1, weil wir alle das Resultat des Zerbruchs sind. Und jede Stufe beginnt mit dem Zerbruch. Was passiert in dem Abstieg mit dem Kli? Im Abstieg spüren wir, wie entfernt wir voneinander sind und auch vom Schöpfer. Was passiert aber mit dem Kli? Das heißt, warum braucht man den Abstieg, um das Kli zu bekommen, so lange? Ich verstehe nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Den ganzen Satz verstehe ich nicht. Wiederhol bitte. Er schreibt hier, dass jeglicher Abstieg, das ist ein Neuanfang. Ich fragte, warum muss man mit dem Abstieg beginnen, um einen Neuanfang zu machen? Neue Reshimot des Zerbruchs offenbaren sich. Und nach dem Zerbruch haben wir viele Reshimot. Und das ist so wie so eine Tasche, so ein Sack mit vielen Reshimot. Und hier hast du sehr viele Reshimot. Und dann offenbaren sie sich. Das Licht wirkt auf sie ein. Und sie beginnen, sich zu erheben. Allmählich. Das bedeutet Änderungen der Zeit.
darin leben wir, das gibt nichts anderes. Das ist das, was passiert. Bis wir den ganzen Sack entleeren und alle Rishamote heben sich an unserem Gefühl, im Verstand und im Herzen. Und dann realisieren wir die ganzen Rishamote. Und dann wird darin die Korrektur sein. Zeichen, was ist hier jetzt also der Abstieg? Abstieg ist, dass wenn sich neue Rishamot auf und bahnen, es kommt ein Rishamot und erhebt sich zu meinem Bewusstsein, zu meinem Gefühl und dann lebe ich mit diesem Rishamot. Ich durchlebe das Rishamot. Am Anfang durchlebe ich es wie ein Abstieg und danach beginne ich zu ihm wie zum Aufstieg zu beziehen. Das ist alles. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, dass ich das wie Abstieg sehe oder wie Aufstieg? Im Zustand des Abstiegs spüre ich dieses Shrivmod, dieses Aviyut. Wie sehr ich entfernt bin, wie sehr ich mich in der Dunkelheit befinde. Verschiedenen Eigenschaften. Mir geht schlecht, das ist die Dunkelheit und auch, dass ich entfernt bin von einem Freund. Das ist eine andere Art von Dunkelheit. Und dass ich entfernt bin vom Schöpfer, das ist noch eine Art, noch eine andere Art von Dunkelheit. Also es gibt verschiedene Arten. Im Spirituellen gibt es viel. Wenn ich bestimme, mein Glied zu bestimmen, Diagnose dem Glied zu stellen, womit ich krank bin, in meinen Verlangen, dann offenbar ich dort sehr viele Arten an Krankheiten, Quellen an Krankheiten. Und dann erhebe ich all diese Punkte zum Schöpfer und mit Hilfe dieser Punkte gelange ich zur Verbindung zwischen mir und den Freunden, Verbindung mit dem ganzen Klibnei Baruch, Verbindung mit dem ganzen Weltkli. Wenn ich alle beachte und im Endeffekt konzentriere ich das alles auf den Schöpfer, um ihm Genuss zu bereiten. Was ist dann genau der Aufstieg? Abstieg ist klar. Was ist der Aufstieg? Abstieg ist, dass ich mit Hilfe dieser Rishamot, die zerbrochen sind, sich in mir offenbaren. Ich kann maximales hin tun, wie sehr ich im Zustande bin, mich zu verbinden mit allen zerbrochenen Kelim. Von der nächsten Umgebung mit mehr breiteren Kreisen, vom Zehner, Nika Baruch zum allgemeinen Kli der Menschheit und das alles im Schöpfer zu erheben, damit er das korrigiert. Darüber steht es geschrieben, dass dass das die Arbeit des Schöpfers ist und der Schöpfer wird der König der Erde sein und so weiter. Gut, wir gehen weiter. Bulgarien. Rav, не е съвсем ясно как да определим общото състояние на десятката, ако работим в усещанията и не говорим. Rav, es ist nicht ganz klar, wie soll man den gemeinsamen Zustand des Zehners bestimmen, wenn wir durch unsere Empfindungen arbeiten und nicht offen darüber reden. Nochmal? Es ist nicht ganz klar, wie soll man diesen allgemeinen Zustand des Zehners zu sehen, wenn wir durch unsere eigenen Empfindungen arbeiten und darüber nicht offen reden. Was bedeutet, dass wir nicht offen darüber sprechen? Trotzdem verstehen wir, sprechen manchmal darüber. Das ist nicht verboten, dass wir zeigen wollen, wie sehr wir einander zur Liebe streben. Es steht jetzt geschrieben, dass wir zeigen müssen. Uns ist es nur verboten, einander zu schwächen. Eine Verachtung, Gleichgültigkeit zu zeigen. Aber wir müssen die Freunde erwecken und jeder, der sieht, dass er sich in einem Zustand des Aufstiegs befindet, mit Hilfe der Gruppe, da muss er das sagen.
muss er die Gruppe rütteln, erschüttern, ihnen die Laune geben, warum nicht? Wie ich das mit euch täglich mache, woher wisst ihr, in welchem Zustand ich mich jetzt befinde? Das ist für mich alles Tag, alles Licht, alles wunderbar, alles gut. Aber ich bin verpflichtet, so vor euch zu sein. Und so ist jeder. So muss es jeder. Das heißt, dass der Mensch dem Nächsten hilft. Und mit Hilfe dieser Sache entwickeln wir uns weiter. Türkei 3. Guten Morgen, Frage meines Zehners. Wie kann ein Freund auf den anderen einwirken, wenn er im Abstieg ist? Weil ich habe die Frage nicht verstanden. Ich verstehe seine Frage nicht so sehr, weil er hier einige Zustände vertauscht hat. Wir müssen jeden Freund sehen, wie sehr ich ihm eine Erweckung geben kann. Gute Laune, das ist die Wichtigkeit des Ziels. Und daraus die Größe der Gruppe, die Größe der Verbindung zwischen uns und so weiter. Im Ausmaß, in dem es möglich ist. Es gibt Menschen, die mehr darüber sprechen, es gibt Menschen, die weniger darüber sprechen. Das hängt genauso vom Menschen, vom Zustand, den der Mensch durchläuft. Aber uns ist es verboten, darüber zu sprechen, was die Freunde erhebt, dem Zehner, und überhaupt unsere ganze Gruppe in der ganzen Arbeit. Nur deswegen muss ich arbeiten. Und deswegen ist es verboten, darüber zu sprechen, dass man irgendeinen Abstieg hervorrufen kann, auch wenn das die Wahrheit sein wird. Aber welchen Unterschied macht das? Ich suche nach keiner Wahrheit, in welchem Zustand wir uns befinden. Ich suche immer nach dem Aufstieg. Italien 4. Buongiorno Rav. Come posso concentrare me stesso durante ascesa e discesa nel beneficio della decina? Come posso portare un vantaggio nella loro ascesa spirituale piuttosto che nella mia? Repeat please. Ok. Come posso? Verso il beneficio della decina attraverso le mie discese e le mie ascese, che loro possano nützlich sein für den Zehner durch meine Auf- und Abstiege, damit die Freunde auch von diesen Zuständen profitieren. Nochmal Amit. Moshe. Er fragt, wie können die Freunde in meinem Zehner von meinen Auf- und Abstiegen profitieren und so, dass die Freunde dadurch auch einen Nutzen herausziehen können und nicht ich selbst? Du, wieso nicht du? Du bist zusammen mit ihnen. Das ist ein gemeinsames Glied. Ich kann nicht über mich danken. Wieso bringe ich mich heraus aus diesem Glied? Ich muss zusammen mit ihnen sein, in diesem Kli. Deswegen handeln wir jeder in Bezug auf den anderen, auf das ganze Kli, in Bezug auf alle. Aber sich soll man nicht herausbringen. Das ist keine wahre Situation, wenn ich über mich nicht danke. Ich kann nicht mich über mich nicht nachdenken. Ich bin verpflichtet, auch über mich nachdenken. Das ist wie in unserem Gebet, wenn wir beten für die und am Ende für uns. Am Ende aber auch für uns. Da steht es geschrieben in den Gebetsbüchern.
Pitach Tikva 20. Rafa. У меня такой вопрос по поводу решемот. Тут решемот раскрывается все время. Auf was die Remote angeht, die Remote öffnet sich jedes Mal, aber ich fühle nicht, dass... Gibt es irgendeine Reihenfolge in der Enthüllung der Remote? Oder gibt es eine Verbindung zwischen Auf- und Abstiegen? Remote offenbaren sich gemäß der Ordnung des Zerbruchs vom Leichten zum Schweren. Gemäß dem Gesetz erhebt man die Heiligkeit und senkt man nicht in der Heiligkeit. So müssen wir arbeiten. Ich gelange nicht zum nächsten Rishimot, wenn ich das vorige nicht korrigiert habe. Deswegen denk nicht, dass du beeilen musst, Rishimot zu korrigieren, sonst schaffst du es nicht und ich laufe von dir weg. Rishimot verschwindet nirgends. Du musst die Rishimot alle durchlaufen, durchgehen und das eine hinter dem anderen korrigieren. Deswegen sei nicht faul und korrigiere das, was du hast, in jede Sekunde, wenn es sich offenbart. Mark 3. Der Zustand der Verwirrung, ist das ein Absturz oder ist das bereits ein Aufstieg? Wie strebt man dann zum nächsten Zustand? Wir beziehen uns nicht so sehr zum Gefühl, mit diesem zufälligen Gefühl, welches ich dort habe, dass ich verwirrt bin, ich weiß etwas nicht oder ich bin froh oder ich bin traurig, nicht so sehr. Wir nehmen die Berechnung, dass, wie sehe ich all diese Zustände, eine Zehner anhaften kann und an den Schöpfer. Das ist die richtige Realisation, weil alle anderen Zuwendungen, alle anderen Wendungen, dort werde ich mich noch nur verwirren. Ich werde dort nichts korrigieren. Deswegen meine ganze Arbeit, wenn ich neue Zustände spüre, ich möchte diesen Zustand mit Zähne verbinden, diesen Zustand an Zähne anhaften und zusammen mit dem Zähne an den Schöpfer. Nicht ich selbst, sondern zusammen mit dem Zähne zum Schöpfer. Und dann spüre ich, dass ich mich im richtigen Zustand befinde, dass ich meinen Zustand richtig korrigiere. Und das ist alles. Das heißt, zuerst das, einfach zusammen mit dem Zähne zum Schöpfer zu laufen, wie ein kleines Kind, welches zur Mutter rennt. Und neben der Mutter ist natürlich, geht es dem Kind gut. Und keine andere Realisation möchte ich nicht. Petach Tikva 18. Kann man das bitte? Nein. Hör auf, Fragen zu stellen. Letzte Zeit beginnst du Fragen zu stellen, nichts in der Sache zu haben. Almata. Um die Frage aus Italien fortzusetzen. Die Frage kam sehr lange schon vor. Wir lesen das in den Psalmen auch. Und da sagt auch der David, ich für mich. Und wie können wir uns damit identifizieren, uns für unsere Seele beten, um sich selbst dort einzuschließen? Ich glaube, ich verstehe das nicht. Der König David, das ist das allgemeine Malchut. Und deswegen, die Psalmen, das, was er geschrieben hat, sie sind von der ganzen Menschheit angenommen worden. Nicht nur die Juden, die ganze Menschheit. Weil er damit in Bezug vom Menschen zum Schöpfer erstellt hat, aus dem niedersten Zustand von Malchut bis zu Keter. Und deswegen gibt es keinen Ausdruck von Malchut, welcher mehr vollkommen ist und mehr richtig ist in Bezug auf den Schöpfer.
also in den Teilim, das, was es gibt. Balsulam hat Teilim gesprochen, dass das Licht ohne Kli ist. So, so ist das. Deswegen ist es gut, dass ihr das lest. Ich kann hier nichts sagen, hinzufügen. Ich war mal in so einem Zustand, als ich Zeit hatte. Ich habe auch es gelesen, bin sie durchgegangen. Ich habe sie einfach vereinfacht, dass man überhaupt so etwas zu Psalmen sich beziehen kann. Aber ich habe das gemacht, weil es keine Wahl gibt. Ich habe das für die Anfänger gemacht, die kein Hebräisch können, die nur Russisch konnten, damit sie zumindest verstehen, worüber dort die Rede ist. Also dann habe ich mir erlaubt, diese Telim zu verderben, diese Lichter und diese Worte von König David. Aber es lohnt sich, das zu lesen und auch zu verstehen, also etwas zu schmecken, das, was es dort gibt, weil sie sehr tief sind. Und das ist tatsächlich Wissenschaft der Kabbalah in ihrer vollkommenen Art, wenn Malchut sich mit Keter verbindet. Gut. Mach 6. Im Materiellen, wenn die Dunkelheit kommt, legen wir uns schlafen, gehen in einen bewusstlosen Zustand. Und nur das Tageslicht erweckt uns. Geschieht so etwas Ähnliches mit uns auch im Spirituellen? Wenn ja, wie arbeiten wir damit? Wenn neues verdorbenes Rishimo kommt, wir befinden uns in einem Zustand, welches Schlaf genannt wird. Dunkelheit und Schlaf, weil wir im Mangel des Lichtes uns befinden. Wir können die Sachen noch nicht klären und noch weniger sie korrigieren. Und deswegen wird dieser Zustand Nacht genannt. Wir befinden uns in einem Zustand, wenn wir nicht so sehr unseren Zustand sehen. Und deswegen wird es Nacht genannt. Schlaf. Das ist ein Zustand im Spirituellen. Es gibt keinen Zustand, dass wir uns von diesem Leben trennen. Ja, im Spirituellen gibt es, dass wir uns vom Geben trennen. Und das wird bei uns Nacht und Dunkelheit und Schlaf genannt. Holland. Can I still ask about the excerpt we just read? Can? Yes. Darf man bezüglich der Zitat fragen, was wir gelesen haben? Was meint man, wenn man sagt, die leere Stelle wird mit der höheren Malchut befüllt? Rishimo, das ist das Hisaron, welches wir bearbeiten müssen, entdecken müssen, dass wir mit diesem Hisaron arbeiten müssen, nicht in Bezug auf sich selbst, sondern in Bezug auf den Schöpfer. Und dann verbinden wir uns untereinander, bitten beim Schöpfer, dass er uns hilft, die Rishimo zu korrigieren. Und damit aus dem Rishimo ein Klient steht. Das heißt, zum Schöpfer, das Geben zum Schöpfer. Dem Schöpfer zu geben, kann ich nur in einem, wenn das von der Absicht zu empfangen, zur Absicht des Gebens wird. Wir bitten beim Schöpfer, dass wir die Kraft der Verbindung haben. Und durch die Verbindung haben wir die Kraft des Schirms. Und das Licht zu empfangen, in so einer Art und Weise, damit er in der Absicht des Gebens sein wird, damit es dort eine richtige Berechnung wird. All diese Sachen werden wir in die Verbindung zwischen uns und der Zuwendung an den Chef haben. Das ist die Vorbereitung zur richtigen spirituellen Handlung.
Und wenn wir diesen Zustand umwandeln durch die Verbindung mit dem Schöpfer in der Korrektur, das Licht darin offenbaren wir das höhere Licht und das wird genannt, dass wir zum Morgen, dem man gelangen, von nachts zum Morgen. Und dann empfangen wir das höhere Licht mehr und mehr. Es erfüllt uns, bis er das ganze Kli durchläuft und dann korrigiert er es, füllt es und dann heißt es, dass wir in der Tageszeit sind und zum Abend hin offenbaren wir neue Rishimot, neuen Zerbruch. Und das wird dann genannt, dass wir in den neuen Tag eintreten, durch die Nacht. Ja, danke. Gut. Okay. Bitte Artikel 27. Lieber Rav, vielen Dank für den wunderbaren Unterricht. Wir hörten, Rishimot ist ein Chisaron, unkorrigierter Wille. Hängt der private, individuelle Rishimot mit dem Rishimot vom Zehner? Gibt es eine Verbindung da in dem Zusammenhang, wenn Sie erwachen? Ja, das ist richtig. Es gibt hier eine Verbindung. Wir werden diese Verbindung dann entdecken, wenn wir tatsächlich Verbindung im richtigen Zehner haben und jeder entdeckt sich selbst, warum er, wenn man das so sagen kann, warum er den Menschen gehören zu diesem den Rishimot überhaupt, damit der Zehner diesen Prozess durchläuft. Es gibt nichts Zufälliges. Das, was Sie vorhin gezeichnet haben, dieses Sack, der Sack vom Rishimot, gehört das zum Zehner oder zum gesamten Weltkli? Ja, das gilt alles für das ganze Kli, darin war ich schon. Und bei uns vom Nebaruch gibt es auch gemeinsamer Sack von Rishimot? Ja, natürlich. Diese Sachen werden sich offenbaren, wie sie sich jetzt sich in dieser Vorbereitung sich befinden, allgemeine, individuellen von allen. Mag 10. Guten Tag, Graf. Müssen wir im Zehner alle zum Zustand kommen, zum Gefühl, dass wir krank sind, dass wir keinen Arzt ohne Licht bekommen können. Also das Gefühl, dass wir wirklich krank sind. Muss das kommen so? Ja. Das muss sein. Das Gefühl dessen, dass wir krank sind, dass es einen Arzt gibt und das ist das höhere Licht der Schöpfer und kann uns die Heilung bringen, die Genesung bringen. Also kein einziges Kli von uns ist defektiv, aber der Fehler ist im Zerbruch und in Verbindungen zwischen uns. Deswegen, manchmal möchte der Mensch sich selbst korrigieren, das ist aber nicht richtig, weil der Schöpfer die Verbindungen zwischen uns zerbrochen hat. Das heißt, zwischen uns allen ist die Verbindung zerbrochen. Das ist die Sache. Das müssen wir korrigieren. Keiner muss sich selbst korrigieren, sich selbst. Persönlich, individuell. Überhaupt nicht. Das Problem ist die Verbindung zwischen uns. Wir werden hoffen, dass wir das korrigieren werden. Und es gibt keine anderen Korrekturen. Also, Amit. In der Zeit des Gefühls, der Empfindung, der Mensch fühlt sich schlecht, ungut. Ist das richtig? Hängt vom Gefühl ab. Das heißt, es gibt eine Art negatives Gefühl bezüglich der Freunde, des Schöpfers, des Weges. Er fühlt eine Abstoßung, fühlt, dass er sich ärgert. Ja, kann sein. Ich verstehe nicht. All diese Zustände, die sagen, dass sie negativ sind, dass er dort sich schlecht spürt. Er muss sie an den Schöpfer wenden. Im Endeffekt gibt es nur eine Quelle. Das ist die Frage. Der Giron fing an zu fragen, auch die anderen Freunde, wenn er das mit dem Schöpfer verbindet und dass das vom Schöpfer kommt und der Schöpfer ist gut und Gutes tuend, dann hat er die Handlung bereits ausgeführt.
Anteilnahme. Welche Annahme? Na, er hat das verbunden mit dem Schöpfer, mit dem Guten, Gutes Tunenden und dann verändert sich das? Nein, damit ändert sich es eigentlich. Ich habe das mit dem Schöpfer verbunden, dass es niemanden gibt außer ihn. Dass die Güte, die Gutes tut, so steht es geschrieben. Und er wirkt auf mich ein. Er, dieser Zustand, obwohl ich ihn als schlecht empfinde, das ist wie, wenn ich eine Krankheit entdecke. Und? Er versteht das im Verstand. Aber manchmal tatsächlich diese Handlung, die vom Schöpfer kommt, diese Versüßung, aber das Gefühl bleibt einfach schlecht. Das ist auch vom Schöpfer so gut. Das ist vom Schöpfer gekommen. Und wenn du aufhörst, darauf zu achten, worin ist dann die Korrektur? Ja, das ist genau meine Frage. Wenn ich im schlechten Gefühl bin, dann beleidige ich den Schöpfer oder... Nein, er beschuldigt sich selbst, nicht den Schöpfer, dass er falsch reagiert auf die Offenbarung des Zerbruchs, welche der Schöpfer ihn offenbart. Aber das, was ich den Zustand fühle in Bezug auf den Schöpfer, wenn ich mich so fühle, dann bin ich im Absturz. Ich kann den Schöpfer nicht rechtfertigen. Na und? Ja, genau das frage ich. Wir müssen immer in der Freude sein, immer Aufstieg sein. Wir müssen uns bemühen, aber wenn dieses Schlechte von dir nicht weggeht, so fühlst du dich schlecht. Und? Was ist dann? Du befindest dich darin bislang. Okay, das ist ein Zustand, der negativ ist. Okay, wir befinden uns am Anfang des Weges. Ist klar, dass der Mensch sich in einem schlechten Gefühl sich befindet, kann sich noch nicht erheben aus diesem Zustand. Er kann immer noch nicht sagen, dass der Schöpfer gut und gütig ist. Also er beklagt. Oder er sagt dem Schöpfer, es ist gut, ich offenbare, dass ich böse bin, aber, er bezieht trotzdem all die Sachen zur Höllenkraft, dass der Schöpfer das ihn, dass ihm offenbart, bis wir allmählich zu einem Zustand gelangen, dass nichts Böses existiert. Und das Böse kommt nicht vom Schöpfer. Und im Menschen gibt es auch nichts Böses. Aber der Schöpfer offenbart ihm nur eine Möglichkeit, mehr und mehr sich anzunähern. So allmählich. Ich bin bereit, dies wieder und wieder zu erklären. Diese verschiedenen Formen, wenn ihr fragen werdet. Karmel. Wir hatten gesagt, richtiger Zehner. Was ist ein richtiger Zehner in Bezug auf dieses Thema? Haben mich nicht verstanden? Sie sagten in einer Antwort das Wort, so, der richtige Zehner. Was ist ein richtiger Zehner? Der richtige Zehner ist das, was Rabba schreibt, dass ihr so verbunden sein müsst. Wenn wir streben, verbunden zu sein, so wie Rabba schon schreibt, in Artikeln über die Gruppe, das bedeutet, dass wir eine richtige Szene sind. Natürlich, immer gelangen wir zum vollkommenen Zustand. Außer der Verbindung müssen wir uns immer darum kümmern, dass wir mit dem Schöpfer verbunden uns und uns immer an ihn wenden, in Dankbarkeit. Ja, das gibt es auch in der Verbindung, unter uns verbunden zu sein und zwischen uns und dem Schöpfer verbunden zu sein. Vielen Dank. Tel Aviv 4. Vielen Dank, Rav. Guten Morgen. Sprechen diese Auszug. Was bedeutet aufzusteigen? Was ist denn das, wenn der Mensch aufsteigt? Wie kann man in der Arbeit zurücktreten? Um sich zu heben, damit wendet er sich an den Schöpfer durch den Zehner. Gut. Ich warne euch, dass ihr verantwortlich seid für diese Fragen, die ihr stellt. Hebräer 10. Vielen Dank, Graf. Wie arbeitet der Zehner richtig mit dem Chisaron vom Freund, mit seinem Absturz?
hilft ihm, wie Rabba schreibt, dass sie einander hilft. Dann nennt man das, dass sie richtig arbeitet. Tel Aviv 3. Rav, warum muss der Mensch dazu streben, die Dunkelheit zum Licht zu verwandeln? Warum? Ihm fehlt in Dunkelheit das Licht. Das nennt man das Licht des Gebens an den Schöpfer. Genügend von den Fragen. Ihr beginnt jetzt herabzusteigen. Amit. Ausdruck Nummer 4. Baal Salam schreibt, wenn das ein Fall ist, um aufzusteigen, wird das als ein Aufstieg und nicht als ein Fall betrachtet. Aber in Wirklichkeit ist der Fall selbst ist ein Aufstieg, denn die Buchstaben des Gebets selbst sind mit Licht gefüllt und bei einem kurzen Gebet wird das Licht reduziert und es gibt nicht genug Buchstaben. Noch einmal, wenn es ein Fall ist, um aufzusteigen, wird das als ein Aufstieg und nicht als ein Fall betrachtet. Aber in Wirklichkeit ist der Fall selbst ist ein Aufstieg, denn die Buchstaben des Gebets selbst sind mit Licht gefüllt und bei einem kurzen Gebet wird das Licht fehlen und es gibt nicht genug Buchstaben. Gut, alles gut. Petach Tikva 24. Petach Tikva 24. Petach Tikva 24. Enchila, beseder. Keine Frage, gut. Okay. Dann Amit, noch, mach weiter. Auszug Nummer 5. Rabash schreibt, den Absturz, den er bekam, nutzt dem Menschen. Das heißt, das ist ein besonderes Mittel für den Menschen, als er vom Zustand herunterfiel, in dem er dachte, wo er einverstanden war, in diesem Zustand zu bleiben bis zum Ende des Tages. Aber nun, als er sieht, dass er vom Spirituellen entfernt ist, dann beginnt er zu denken, was will man tatsächlich von mir und was muss ich tun und welches Ziel muss ich erreichen? Und er sieht, dass er keine Kraft zu arbeiten hat und findet sich im Zustand zwischen dem Himmel und der Erde. Und verstärken kann er sich nur, wenn der Schöpfer ihm hilft. Aber er selbst ist verloren, wie verloren. Und darüber steht das geschrieben, diejenigen, die auf den Schöpfer hoffen, werden ihre Kraft erneuern. Diejenigen, die auf den Schöpfer hoffen, sind die Menschen, die sehen, dass es niemanden auf der Welt gibt, der ihnen helfen kann. Immer neue Kraft zu gewinnen. Und folglich ist dieser Fall genau der Aufstieg. Das heißt, mit diesem Fall, den sie fühlen, gibt ihnen das die Stufe aufzusteigen, denn ohne Gefäß gibt es kein Licht. Einmal. Zitat Nummer 5. Den Fall, den er bekam, nutzt der Mensch. Denn es gibt eine große Sorge um ihn, wo er von der Stufe herabkam, wo es ihm erschien, dass er in Vollkommenheit ist und wollte da bis Ende seines Lebens bleiben. Aber nun, als er sieht, er ist entfernt vom Spirituellen, beginnt der Mensch zu denken, was will man denn von mir und was muss ich denn tun? Welches Ziel soll ich erreichen? Und er sieht, dass er keine Kraft mehr hat, um zu arbeiten und findet sich im Zustand zwischen Himmel und Erde schwebend. Und er kann nur gestärkt werden durch die Tatsache, dass nur der Schöpfer ihm helfen kann, während er selbst verloren ist. Es wird von diesem gesagt, diejenigen, die auf den Schöpfer hoffen, werden ihre Kraft erneuern. Diejenigen, die auf den Schöpfer hoffen, sind Menschen, die sehen, dass es niemanden auf der Welt gibt, der ihnen helfen kann,
immer wieder neue Kraft zu gewinnen. Folglich ist dieser Fall genau der Anstieg. Mit anderen Worten, wenn sie es erleben, ermöglicht es ihnen, eine Stufe höher aufzusteigen. Denn es gibt kein Gefäß ohne Licht. Ein sehr starker Abschnitt. Ich gebe euch den Ratschlag, das einige Male zu lesen, jeden Tag das zu lesen. Gut? Mark 10. Буквы наполняются светом, и будет хватать букв. Das bedeutet, dass die Buchstaben mit Licht gefüllt werden? Nein, nein, ich möchte nicht darüber sprechen. Wir sind noch nicht dort. Das wird uns nur verwirren. Du, bemühe dich, zu spüren, was jeder einzelne Abschnitt dir sagen möchte. Den Inhalt, über diesen Inhalt des, sollst du fragen und nicht über Buchstaben, die vom Lichter gefüllt werden. Das ist für uns jetzt unwichtig. Nicht das klären wir jetzt. Klar? Gut. Dann? Zichron. Zichron 2. Was ist der Unterschied zwischen dem kurzen Gebet und einem langen Gebet? Er sprach darüber im Auszug Nummer 4. Das ist die Tiefe der Bitte. Ein kurzes Gebet, das ist, also ein langes Gebet ist, wenn du erklärst, was und weshalb und warum du diesen Zustand erforscht und spürst. Das ist der Unterschied. Und wenn das tatsächlich auf den Menschen einwirkt, dann entwickelt er so die Zuwendung an Schöpfer zur Gruppe. Das heißt, es wird zu einem langen Gebet. Gut. Ich weiß nicht, was ich noch tun muss. Tel Aviv 3. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ah, hier, Salt Lake City. It says in the passage that the Creator only can help. How does the Creator help? Thank you. Es steht geschrieben, nur der Schöpfer kann helfen. Wie hilft der Schöpfer? Wie der Schöpfer hilft, das ist unwichtig. Er hat viele Wege, verschiedene Wege. Aber dass er hilft, das ist tatsächlich so. Und an jede Zuwendung, auf jedes Gebet reagierte. Und sogar wenn du sagst, wenn du mit deinen Dummheiten sich an ihn wendest, trotzdem verschließt er sich nicht, sondern er reagiert auf jede Sache. Wir befinden uns hier in einem System. Versteht es nur. Ein System, wenn in Bezug auf dieses System du tatsächlich das Verlangen in Aktion bringst, dann bringst du das ganze System in Aktion. Du sagst nicht, dass das ist nicht so, dass du zu einem Menschen sprichst, dass er dort etwa empfängt oder nicht empfängt. Nein, du betrittst das ganze System und das System reagiert und du musst diese Reaktion spüren. Wenn du dich selbst nicht aufbaust, darin, um auf das System zu wirken, dann reagiert das System nicht. Und dann ist es so, als ob du nichts spürst. Aber das ist nicht richtig. Das System reagiert trotzdem nur auf solche Art und Weise, dass du spürst, dass sie nicht reagiert. Und das erweckt dich. In jedem Fall wird das dich erwecken, dass du noch mehr und mehr deine Zuwendung, noch mehr hinzufügst in deine Zuwendung. Latin 4. Guten Abend, Rav. Ich wollte fragen, bezüglich des Falls, über den im Text steht, muss ich schlecht fühlen, wenn ich im Absturz bin? Nein. Die Freude vom Aufstieg zu spüren, genauso wie vom Aufstieg. Weil du jetzt verstehst,
dass dir jetzt neue Verlangen offenbart werden aus dem Zerbruch, dass der Schöpfer noch am Anfang des Geschöpfes sich vorbereitet hat, beim Zerbruch des Glis von Al-Barishon. Und jetzt offenbaren sich diese Kelim wie zerbrochene Kelim. Und wir spüren in diesem Zerbruch, ja, das ist verdorben und das ist verdorben und hier ist schlecht. Ist klar, dass das sein muss. Wir verstehen das und deswegen beziehen wir uns dazu sehr ernst, wie Erwachsene. Und das war's. Deswegen sind wir nicht wütend darauf. Umgekehrt, wir sind froh, dass sich neue Zustände offenbaren und sie können wir jetzt zwischen uns organisieren im Zähne und sie zur Korrektur erheben, zum Schöpfer. Soll der Schöpfer das korrigieren, all diese Zustände, offenbar zwischen uns die Trennung, das Ego in jedem, das Unverständnis, das Fehlen des gemeinsamen Gefühls und wir bitten beim Schöpfer, dass er das korrigiert. Das ist alles. Tel Aviv, Arba. Tel Aviv, 4. Rav, Shela Shel Chaver, Bekesher Laketa Akodem. Rav, Frage des Freundes in Bezug auf den letzten Abschnitt. Woher weiß ich, dass ich das Gebet vollendet habe und nicht zwischendurch stehen geblieben bin? Das Gebet wird dann beendet, wenn wir bekommen, was wir gebetet haben, worum wir gebetet haben. Ansonsten, wie lasse ich dann das Gebet los? Wie lasse ich dann meine Hinwendung an den Schöpfer los? Ich bin immer im Gebet. Wie es geschrieben steht, soll den ganzen Tag beten. Wir können in unserem Leben nichts tun, außer die zerbrochenen Kelim zu enttönen und diese zur Korrektur zu erheben. Das ist alles. Der Schöpfer korrigiert, füllt sie und bringt zur Korrektur. Das ist die gesamte Wissenschaft der Kabbalah. Die Wissenschaft, wie man vom Schöpfer die Korrekturen empfängt und danach die Füllung. PT 18. Yerida in Ituk Mehabure. Im Kerb. Der Abstieg ist die Trennung vom Schöpfer. Und wenn das so ist, was ist dann Abstieg für den Aufstieg, wenn ich mich vom Schöpfer trenne, um sich wieder mit dem Schöpfer zu verbinden? Du rufst nicht die Trennung vom Schöpfer hervor, sondern nur die Verbindung. Nur die Verbindung. Wenn du siehst, du bist in der Trennung, musst dich prüfen, musst beim Schöpfer bitten, dass er dir zeigt, wo du nicht genug mit den anderen verbunden bist, wo du in seinem Licht enthüllst, welches Ausmaß du den Mangel der Verbindung mit den Freunden hast. Und dann siehst du, warum du bitten musst. Das nennt sich... Das ist das Licht ab Sack, über das wir in der Wissenschaft der Kabbalah lernen. Das Licht kommt, leuchtet uns an und bringt uns das Gefühl des Mangels im Kli, im Aufbau vom Kli. Also jetzt kann man sagen, dass es die Trennung, diese Trennung, die Trennung vom Szene von der Gruppe ist? Ja, die Trennung von der Gruppe. Entsprechend dem auch die Trennung vom Schöpfer. Ich verstehe nicht ganz. Was nennt man dann Abstieg? Ein Abstieg nennt sich deine Bewertung in Bezug auf die höhere Kraft. Zuerst war es für dich wichtig und sehr nah an bei dir. Du hast dich da begeistern lassen und hast dich an ihn gewandt und gebetet. Jetzt hast du es nicht mehr. Das Gefühl des Schöpfers ist verschwunden. Du schätzt ihn nicht mehr. Du strebst nicht mehr zu ihm. Das ist ein Absturz. Es offenbart sich ein neues Regiment aus dem Zerbruch. Und du fühlst noch nicht, dass du diese Regiment bearbeiten musst. Du bist in einem Art Halbschlaf, ja, im Schlummer und möchtest schlafen gehen.
Das nennt man nicht Verhüllung? In der Verhüllung gibt es viele Varianten. Das ist natürlich eine Verhüllung, klar. Aber es gibt so eine Verhüllung, die den Mensch voranbringt, und es gibt die Verhüllung, die gewissermaßen entfernt. Die ruft seitens des Menschen das Leid hervor. Und das nennt sich mein Geliebter zu mir, ich zum Geliebten. Oder was ist, wenn man liegt und man hat keine Kraft? Man versteht, dass man die Freunde bitten muss im Schiff, aber man hat keine Kraft, etwas zu tun. Ist das ein Aufstieg oder ein Abstieg? Hängt davon ab, in Bezug auf was du misst. Wenn du weißt, die Größe des Schöpfers in deinen Augen groß ist oder klein, entsprechend dem kann man das auch messen. Das ist eine ganz individuelle Sache. Mark 6. Frage des Freundes. Raff, sagen Sie bitte, was bedeutet ein Abstieg, sich zu erfreuen, aber von Ihnen nicht beeindruckt zu sein? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nein, dies und jedes kann es geben. Ich freue mich den Abstürzen, weil darin offenbart sich ein neues Kli, und ich freue mich, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, aus diesem Zustand zu der Verbindung, zu erheben, zur Verbindung, zur Anhaftung. Und zwischen dem und dem kann es sein, dass ich auch verwirrt bin, dass ich mit mir selbst nichts tun kann und nichts bitten kann, nichts beten kann. Ich sehe meinen Zustand nicht mal, sondern so jemand, der da auf den Kopf einen Schlag bekam, ohne Bewusstsein ist. Es könnten auch solche Zwischenzustände geben. So? Was noch? PT 13. Danke, Raff, für diese besondere Klärung. Heute würde ich gerne fragen, in dem Zitat wird über ein kurzes Gebet gesprochen. Oft nach dem Unterricht erstellen wir ein Gebet, und es gibt Zustände, wenn jeder vom Zehn etwas hinzufügt, und so schreiben wir das Gebet. Das ist die Ansammlung dessen, was die Freunde gesagt haben. Oder wir nehmen mal das, was die Freunde gesagt haben, und bemühen uns, einen konzentrierten Satz herauszubringen für den Tag, um damit zu arbeiten. Was ist, wie ist es besser? Wie soll man damit arbeiten? Versucht dies und jenes und entscheidet. Es gibt hier viele Sachen. Bei jedem Zehner, bei jedem Mensch wird das individuell sein. Du kriegst das durch die Erfahrung. Entsprechend deiner Erfahrung. Deshalb gibt es keinen Zwang im Spirituellen. Jeder muss ausprobieren und das nehmen, was ihm Nutzen bringt. Und danach prüfen. Und das wird sich auch verändern, auch seine Herangehensweise wird sich verändern. Und was bedeutet diese Bestimmung, dieses kurzes Gebet, was bedeutet es? Ein kurzes Gebet ist dann, wenn man nicht über viele Sachen fragt, sondern über eine Hauptsache. Das heißt, er hat noch nicht ganz geklärt das Kli. Und deshalb das Licht, was dieses Kli korrigieren kann, füllen kann, kann auch dann entsprechend kleines, schwaches Licht sein. Morgenunterricht. Konzentrieren wir uns oft auf eine Arbeit, und am Ende des Unterrichts im Gebet bemühen wir uns, dass das Gebet mit dem Thema des Unterrichts verbunden ist und nicht auf viele Themen uns zu zerstreuen. Um uns zu klären, dieses Thema, zu helfen, das Thema zu klären, ist es richtig?
da möchte ich auch nicht zu viel verraten. Jeden Tag hört ihr von mir den Unterricht. 2,5 Stunden jeden Tag. So entscheidet selbst, wie ihr denkt und wie ihr hört und verbindet alle Dinge zusammen in der Gruppe, besprecht diese. Ich bin damit einverstanden, was ihr entscheidet. So kann man klären, im Unterricht geben Sie uns ein bestimmtes Thema, welches unserer Stufe der Entwicklung entspricht. Und während des Tages müssen wir uns konzentrieren auf diesem Thema? Ja, darüber hatte ich vielmal gesagt. Den Morgenunterricht wiederholen wir während des Tages, kehren immer wieder zurück dazu. Sollte man darüber nicht fragen. Wir haben darüber schon gesprochen und alle sollen das verstehen. Türkei 7. Pedro, when I see that my friend is in a fall, is it due to my lack for bestow? Thank you. Raf, wenn ich sehe, dass mein Freund sich in einem Abstieg befindet, ist es deswegen, weil ich ihn nicht genug beeinflusse? Nein, jeder hat eine Berechnung, eine individuelle, eine allgemeine Berechnung. Wir können diese Berechnung gar nicht machen. Wir müssen auch nicht so tief in diese Sachen eintauchen. Und als wir uns getrennt haben, entfernt haben durch den Zerbruch vom Kli von Adam Rishon, war das eine Handlung des Schöpfers, die geplant ist. Deshalb kann ich nicht irgendwie hier bestrafen oder beschuldigen. Und ich kann über keinen sagen, jemand ist schuld an meinem Zustand, außer dem Schöpfer, der alle Sachen im Vorfeld vorbereitete, um uns zu helfen, die Sachen zu korrigieren und zum Zustand der Unendlichkeit und der Vollkommenheit aufzusteigen. Deshalb, wir verbinden mit keinem Freund, also nichts Schlechtes, sondern alles kommt und alles kommt aus der einen höheren Kraft, die zerbrach, er ließ zerbrechen, in diesem Zerbruch offenbaren sich alle Mängel. PT 19. Guten Morgen, Rav, guten Morgen, Freunde. Der Abstieg ist fiktiv und unterstützt der Bewegung. Die Frage ist, kann man durch eine größere Verbindung in der Gruppe im Zähne der Abstiege entfliehen oder ist es nicht möglich? Wir entscheiden nicht bezüglich der Quantität, bezüglich der Qualität der Abstiege, genauso wie die Qualität und die Quantität der Aufstiege. Denn alles hängt davon ab, ob wir bereit sind und fähig sind, uns zu verbinden. Ist der Abstieg schon eingelegt in das Rishimot, bestimmt, oder kann man den Abstieg ändern? Wenn sich die Rishimot offenbaren, dann dieses Regiment, in das bereits die Korrektur eingeschlossen ist. Wir müssen nur noch in unserem Gebet hervorrufen, in unserer Hinwendung, in unserer Anstrengung, das rückführende Licht. Aber nicht, dass wir korrigieren, wir rufen das Licht hervor und das Licht korrigiert. Ich frage mit Hilfe der Verbindung, kann man dem entfliehen? Mit Verbindung kann man dem Schlag zuvorkommen. Denn das, was sich offenbaren wird, wird sich nicht wie ein Schlag offenbaren, sondern wie eine Heilung, wie eine nötige Sache. Vielen Dank. Wunderbar. Frankreich. Une question d'un ami. Une fois sorti de ma descente, j'atteins une stabilité. Quel est cet état et comment je peux révéler le Créateur à ce moment précis? Wenn ich aus dem Abstieg herauskomme, gelange ich zu einem stabilen Zustand. Wie kann ich diesen Zustand auch zum Schöpfer beziehen?
ein beständiger Zustand, wo ich den die Abstürze, die Aufstiege durchlaufe, in verschiedenen Formen, Arten, aber ich versuche immer maximal mit der Gruppe und dem Schöpfer verbunden zu sein, so dass ich alle Veränderungen, die ich durchlaufe, dass alles sofort korrigiert wird durch meine Verbindung ständig mit der Gruppe und mit dem Schöpfer. So versuche ich zu handeln. Keine Fragen. Was machen wir noch, Amit? Lesen Sie Zitat Nummer 6. Zitat 6. Rabba schreibt uns, der Mensch soll nicht glauben, dass er den Abstieg erhalten hat, weil man ihn von oben abgestoßen hat. Deswegen ist er abgefallen, so in niederen Zustand. Und dann kann er mit sich arbeiten, um Korrekturen zu vollbringen, um nicht wieder zum Abstieg zurückzukehren, weil er glauben muss, dass der Abstieg für ihn die Korrektur ist. Noch einmal. Der Mensch muss glauben, dass er jetzt einen Abstieg erhalten hat, ist deswegen, weil man ihm von oben abgestoßen hat. Deswegen ist er abgefallen, so in niederen Zustand. Und dann kann er mit sich selbst arbeiten, Korrekturen vollbringen, um nicht wieder zum Abstieg zurückzukehren, weil er glauben muss, dass der Abstieg für ihn die Korrektur ist. Das heißt, die Abstürze werden kommen und Probleme werden kommen. Aber das ist immer eine Korrektur. Schaut doch, was er schreibt. Der Mensch muss glauben, dass er einen Absturz bekam, weil man ihn von oben weggestoßen hat. Schau mal, welche Worte er benutzt. Ich wähle präzise diese Worte. Deshalb, er fiel in diesen niedrigen Zustand, man hat ihn von oben dann stürzen lassen. Und dann kann er an sich arbeiten, Korrekturen durchführen, um nicht wieder zum Absturz zurückzukommen. Der Absturz ist, weil er fiel oder weil er fühlt, dass es ein Absturz ist, weil er glauben muss, dass dieser Fall zur Korrektur nützlich ist. Und wenn er richtig die Fälle betrachtet, dann sieht er, das ist kein Fall, sondern der Fall selbst ist ein Aufstieg. Man erhebt in der Heiligkeit und nicht herabsenkt. Alles hängt von der Einstellung des Menschen ab. Und man soll sich freuen an die Abstürze, nicht weniger als die Aufstiege. Und was bedeutet das, mit sich arbeiten kann und Korrekturen vollbringen? Weil Sie haben gesagt, ganz klar und sehr scharf, dass niemand sich selbst korrigiert. Ja. Was bedeutet, dass der Mensch mit sich selbst arbeitet und Korrekturen vollbringt? Als er sich mit den anderen verbindet und rufen die Verbindung zwischen sich das Licht hervor und so kommt das rückführende Licht, verbindet sie und offenbart in ihnen einen Platz. Also im Zustand des Abstiegs gibt es keinen anderen Ausweg, als zum Freund zu rennen. All unsere Korrektur ist nur in der Verbindung zwischen uns, in keinem Einzelnen. Ich will mich korrigieren. Wie korrigiere ich mich? Es gibt da nichts zu korrigieren, in nichts. Es gibt nichts in keinem. Du bist ein Egoist, das ist richtig, du hast alle, du stößt alle ab von dir selbst, richtig. In dir kann man nichts korrigieren. Beginne, dich mit den anderen zu verbinden und du wirst sehen, in welchem Ausmaß hier du so viele Sachen zur Korrektur hast. Aber wenn er sich mit anderen verbindet, wenn die Freunde sich mit ihm verbinden, der Mensch hilft seinem Freund. Der Mensch hilft seinem Freund. Haifa. Rav, hallo. Hallo. Hört man mich? Man hört dich. Können Sie trotzdem ein wenig Ordnung in meinen Kopf bringen? Der Freund geht in Zustand,
hat einen Zustand, und wenn er diesen Zustand durchläuft, dann bittet er Hilfe von der Gruppe. Und was soll ich tun, wenn es mich schmerzt, davon, dass es ihm schmerzt? Soll ich denn sagen, dass wir uns freuen? Praktisch, womit kann ich ihm helfen? Wie kann ich in den Gedanken des Szenes teilnehmen? Wenn es ein Freund ist, der es verbunden mit euch ist und nimmt Anteil an den Unterrichten und an anderen euren Versammlungen, dann müsst ihr zwischen euch bestimmen, dass ihr erinnert euch in euren verschiedenen Handlungen, dass ihr an ihn denkt. Das ist alles. Deshalb, Gott behüte, wenn er krank ist oder irgendwelche Probleme hat. Oder wir wollen einfach so für jeden Freund bitten. Das geht. Das geht. Jeder Freund muss persönlich sagen, dass, oder gibt es jemanden, der Dienst hat? Ich würde sagen, ihr solltet gemeinsam einfach über, also euch erinnern vor dem Studium, dass ihr wollt lernen für diesen Freund, dass er bekommt die Richtung des Schöpfers, erhält die Richtung des Schöpfers auf eine weichere Art. Ich weiß nicht, welches Problem er dort hat. Aber das sind die Dinge, die wir normalerweise, wenn wir uns verbinden wollen, wenn wir zur Verbindung streben, wenn wir gemeinsam beten, dass die Verbindung Erfolg haben wird, dann hier kann man nichts mehr hinzufügen. Nichts mehr. Denn wir wollen darin die ganze Welt einschließen. Alle Menschen, alle Seelen. Merkas 1. Aufstieg kommt anstelle des Abstiegs, oder wird das eine zum anderen hinzugefügt? Der Aufstieg kommt statt des Abstieges. Wo ist die Veränderung? Wo du fühlst, das war ein Abstieg, dann fühlst du nun das wie ein Aufstieg. Du hast dich verändert. Du hast deine Einstellung dann verändert. Bitte 31. Rav, sehr oft gibt es ein Gefühl, dass wir zum gleichen Platz herabfallen. Aber wir sagen, dass es so etwas nicht gibt, dass wir zum gleichen Platz herabfallen. Es gibt immer einen Zustand. Die Frage ist, woher weiß man, ob man diesen Zustand korrigiert hat und nicht, dass man immer wieder die gleichen Resultate erhält. Für mich ist die Hauptsache nicht, dass ich vorankomme und wie weit, sondern dass ich mich fühle, dass ich vorankomme. Denn ich kann es nicht prüfen. Ich möchte nur sehen, dass meine Zustände sich ständig verändern und dass ich immer in mehr Verbindung bin, in mehr Richtung und mehr präzisere Richtung zum Ziel der Schöpfung, in eine mehr allgemeinen Verbindung. Das ist, was wir tun. Aus unserem Zehner heraus wollen wir in die Verbindung eintreten, in unseren Zehner, und die Verbindung aller Zehner in dem gesamten Weltkrieg, in allen Seelen. Darüber möchten wir sprechen und sprechen der Stärke der Verbindung zwischen uns, der Richtung. Entsprechend dem bereiten wir den Platz vor für die Offenbarung des Schöpfers. Das System ist ganz einfach. Dort gibt es vieles drin, aber lass das dem Licht, lass das dem Schöpfer.
Er sagt, die ganze Tora ist leicht. Die Frage ist, wie prüft man im Endeffekt das, weil man spürt das, als ob man nicht vorangeschritten ist. Ich mache hier keine Prüfung und will auch nichts prüfen. Ich möchte nur in der richtigen Richtung sein, der richtigen Anziehung, und außerdem ist für mich nichts mehr wichtig. Bitte 10. Rav, Sie haben jetzt gesagt, dass der Mensch sich selbst korrigieren muss. Und wenn ich das richtig verstanden habe, der Mensch ist ein Egoist und überhaupt, er stößt alle ab, wenn ein Teil ist. Was ist denn der Unterschied zwischen sich selbst zu korrigieren oder meine Verbindung mit dem anderen zu korrigieren? Das nennt sich sich korrigieren. Wenn ich alle meine Verbindungen mit der gesamten Menschheit, mit allen Seelen korrigiere, mit allen Kelim, das nennt sich, dass ich mich selbst korrigiere, dass in mir selbst, es gibt nichts mehr zu tun. Alle meine Kelim, alles, wo ich egoistisch unkorrigiert sehe, zerbrochen sehe, all das ist sozusagen in meinem Umfeld, außerhalb des Körpers, so wie wir gelernt haben. In Bechara Kavanot, wo sind die Klippot? Hinter den Grenzen des Körpers. Vielleicht kann man ein Beispiel geben dessen, was man nicht korrigieren muss, das verwirrt sehr. Was soll ich nicht korrigieren? Ich muss nicht korrigieren, keine Eigenschaft in mir selbst. Ich muss nur alle Eigenschaften korrigieren, meine in Verbindung mit dem Nächsten. Okay, sagen wir, die Freunde stoßen mich ab. Das heißt, es gibt eine gewisse Abneigung. Was bedeutet, dass ich meine Abneigung zu den Freunden nicht korrigieren soll? Du musst dich mit ihnen verbinden. Verschiedene Sinnesorgane entwickeln, Qualitäten, Eigenschaften, wo du dich mit ihnen verbindest. Ansonsten klappt das nicht. Das nimmt viel Zeit ein. Ich weiß, bei mir ist das so gewesen, aber trotzdem kommst du dann zum Zustand. Das ist die Korrektur, außerdem gibt es nichts. Der Schöpfer ließ den Zerbruch, er zerbrach das Kli von Adam Rishon in Teile. Und wir müssen darum bitten, dass er diese wieder sammelt. Und die Eigenschaften in mir, die man nicht korrigieren muss, ist hier mein Charakter gemeint? Du kannst sie nicht korrigieren. Der Schöpfer korrigiert diese. Das ist nicht zur Korrektur gegeben. Dass du im Inneren hast, das, was du jetzt fühlst, das ist auch eine Folgerung davon, dass die Verbindung zerbrach zwischen dir und den anderen. Deshalb. Vielleicht fühlst du, dass du unkorrigiert bist, aber nicht wirklich, dass du etwas hast zu korrigieren. Allein, nein, so etwas gibt's nicht. Sondern nur die Verbindungen zwischen uns. Jeder wie ein Element, das Kli von Adam Rishon, er allein ist in Ordnung, aber bezüglich der anderen, was passiert dort? Deshalb, die gesamte Korrektur ist nur in der Verbindung zwischen uns. Und wenn der Mensch sich um sich selbst kümmert, wer er ist, was er ist noch ein größerer Egoist. Der verstärkt noch mehr sein Ego, vergrößert. Sich so damit die gute Beziehung mit den anderen, also das ist sich so, dass er mit ihnen verbunden ist, das ist die gute Beziehung? Ja. Ja. Ich möchte die Klärung von Eli weiterführen. Ein Beispiel, damit es konkret wird. Zum Beispiel, ein Mensch hat den Charakter angeschaut, er ist faul, seinem Wesen. Und diese Faulheit kann ihm schaden. Er ist faul in unserem Weg. Dann sitze, tu nichts, ist zu bevorzugen. Aber er realisiert sein Potenzial damit nicht. Jemand ist mehr energisch, aber er hat es nicht. Bevor er klärt, wo kann er sich realisieren, soll er nichts tun. Es ist so, wie wir bei Baal Sulam studieren, wo er schreibt, dass alle Qualen bei den Menschen
die denken sich irgendwelche Sachen aus, die ohne Grund sind. Das ganze System, Natur, fordert von uns nichts, nichts, außer der Verbindung zwischen uns. Sagen wir, ein Mensch klärt für sich, was er in der freien Zeit tun soll, sich mit einem Freund zu verbinden, zum Beispiel abends. Sagen wir, abends bespricht man die Ergebnisse des Tages, aber er ist faul, er liegt auf dem Sofa. Ist es ein Charakter, dass er so faul ist? Es gibt solche, die zu den Sachen laufen, und es gibt Sachen, die das nicht tun. Menschen, die das nicht tun. Gibt es hier die Korrektur dieser Eigenschaft oder nicht? Die Eigenschaften selbst kann er nicht korrigieren, nur durch das Erheben der Wichtigkeit. Und das kommt mit Licht zusammen. Das heißt, das ist die Korrektur, die durch ein Gebet möglich ist. Nur mit Hilfe eines Gebetes. Moskau 3. Hallo. Ich würde gerne klären, kann der Zehner so etwas machen, damit es keine Abstiege gibt? Nein, Gott behüte. Das wird kein Progress sein, wenn es keine Abstiege gibt. Die Aufstiege und die Abstiege müssen abwechselnd hintereinander folgen. Möglichst schnell, möglichst mehr. Ja. Und keine Angst vor den Abstiegen haben. Ich verstehe, am Anfang ist das sehr unangenehm, bis der Mensch nicht bestimmt, dass alle Abstiege, sie sind wie die Aufstiege, kommen von oben und es gibt darin nichts außer das Maß der Unkorrektur im Kli festzustellen, was schon war, was gab, aber offenbart sich erst jetzt. Und wir müssen darum bitten, dass stattdessen die Korrektur kommt. Und man muss sich bezüglich der Enthüllung freuen. So wie Balsalam sagt, ich freue mich den Sündern, die sich zeigen, weil diejenigen, die sich noch nicht offenbart haben, sie sind hoffnungslos. Aber wenn sie sich offenbart haben, dann führt das zu Heiligung des Tages. Deshalb müssen wir uns darauf so beziehen. Moskau 1. Ich habe davor gehört, dass der Abstieg, das ist deine Bewertung des Schiffes. Was in dieser Bewertung sagt etwas über den Abstieg aus? Ich verstehe nicht, was du sagst. Zuvor wurde gesagt, dass ich, wenn ich den Schöpfer bewerte, das bedeutet, dass es ein Abstieg ist. Mein Abstieg ist, wenn ich fühle, ich bin im Abstieg, weil ich nicht genug den Schöpfer schätze. Weil, wenn ich ihn mehr schätzen würde, dann würde ich statt des Abstieges sogar einen Aufstieg fühlen, vielleicht, ja? Also, was ist dann die Frage? Ich sehe hier keine Frage. No. Es geht vorbei. Bitte 9. Einerseits muss er glauben, dass Abstieg die Korrektur für ihn ist. Er muss sich erfreuen. Andererseits muss er mit sich selbst arbeiten, Korrektur vollbringen, um nicht wieder in Abstieg zu kommen, gelangen. Nein, die Abstiege soll es geben, aber er wird sie auf eine erwachsene Art aufnehmen. Aber ohne Abstiege geht nichts. Aber jeder Abstieg kann entweder fortsetzend sein, länger sein, welche alle Kräfte des Menschen wegnimmt oder dünnt ihn aus, oder kann wie ein kleiner Stich vorbeigehen. Und dann sofort benutzt er dieses Pick und dann korrigiert er.
Alles hängt ab von der Einstellung des Menschen dazu, wie er den Abstieg fühlt, wie er den Abstieg rechtfertigt. Das heißt, wenn der Abstieg kam und davor müssen wir keine Anstrengung machen? Davor muss er sich vorbereiten, dass so ein Abstieg kommt und er weiß, wie er sich darauf beziehen kann, welches Verhältnis er dazu haben kann, durch die Verbindung mit den Freunden, durch die Unterrichte, die er lernt, dann nimmt er richtig den Abstieg auf, dann erwartet er sogar den Abstieg wie einen Aufstieg. Kein Problem. Im Abstieg, wo ich den Geschmack verliere, weil das neue Kli sich zeigt, das Kli ist nicht korrigiert, wo ich dann mich freuen kann, dann kann ich vorankommen. Ansonsten kann ich, also nicht, dass das höhere Licht kommt und macht mir Kitzel, Kitzel und dann freue ich mich. Nein, ich freue mich, weil ich erlange die Handlung des Schöpfers, das, was er mit mir macht. Verstanden? Gut, ich sehe, dass das Internet will etwas. Danke, Rav. Frage eines Schülers aus Israel. Mir liegt es nicht zu verstehen, wie die Korrektur von jedem einzelnen Problem, welche wir als Dunkelheit von Bad wird, durch den verbindenden Zähne korrigiert wird. Verbindung ist ein Mittel, um Schöpfer zu bringen und Schöpfer zu rechtfertigen, oder ist Verbindung das Ziel? Wir können keine Sache korrigieren, außer durch die Verbindung zwischen uns. Denn alle unsere Zustände, die sich zeigen, individuelle, allgemeine, sie sind alle das Ergebnis des Zerbruches. Der Zerbruch der Verbindung, die es in Adam Rishon war, und zwischen allen Teilen seiner Seele, zwischen allen seinen Teilen. Deshalb, wenn wir zur Verbindung nicht kommen durch verschiedene Zustände, die sich enthüllen, dann korrigieren wir nicht. Jede Korrektur ist in der Verbindung. Hast du noch was zu fragen? Nein, Ashkelon. Ashkelon Oshoel. Tov, mein Misachkim im Siman Shin. Boker Tov, Rav. Boker Tov. Ihr fragt nicht, was spielen Sie da was? Guten Morgen, hört man mich? Shamim, man hört. Vielen Dank für die Möglichkeit, Frage zu stellen. Ich würde gerne fragen. Zustand der Aufstiege und Abstiege, bewerten wir das immer jeden konkreten Moment richtig? Es gibt ein Gefühl, dass du im Abstieg bist, aber umgekehrt, du warst im Aufstieg und umgekehrt. Wo ist dieser Nullpunkt, wenn ich bewerten kann, was mir helfen kann, den Zustand richtig zu bewerten? Die Differenz zwischen dem Aufstieg und dem Abstieg in der Veränderung von Plus zu Minus, wie du das Verhältnis des Schöpfers zu dir bewertest. Wenn du plötzlich ihn als Schlechtes bewertest, dann ist es ein Abstieg. Wenn du ihn bewertest immer noch als Gute, dann ist es ein Aufstieg. Alles hängt von dem Mensch ab, wie er sich vorbereitet, wie er sich korrigiert, mit Hilfe der anderen. Hier gibt es viel. Du kannst dich vorbereiten. Und dann kommt ihr voran zusammen, gemeinsam. Und als wenn du dich korrigiert hast und deshalb alle individuellen Zustände, die sich zeigen, du kannst irgendwie möglichst schnell in die Korrektur gehen, den Schöpfer rechtfertigen, dass er dir das Böse zeigte und er macht dir ein Geschenk, ein Gefallen, dass er diesen Zerbruch dir zeigt und dann bittest du um die Heilung
Und es kann auch anders sein, wo du viel in die Gruppe investierst und dann die Gruppe kümmert sich auch in allen Zuständen um dich. Hier gibt es ein paar Kombinationen. Entweder du, die Gruppe oder die Verbindung mit dem Schöpfer versucht stark zu sein in allen diesen Zuständen, in allen diesen Gebieten. Und wir lassen PT 18 sprechen. Wer ist dort? Ach, Hanoch. Er schreibt hier im Abschnitt, dass er spürt, dass er verloren ist und nur der Schöpfer kann ihm helfen, dass man ihn von oben herabgeschmissen hat. Ein wunderbarer Zustand. In diesem Zustand gibt es keine Logik, kein Verstand, keine Worte. Der innere Schrei. Es gibt den inneren Schrei und Tränen. Nein, das ist nicht der Zustand, über den er spricht. Was hast du gerade gelesen? Er weiß, er steht vor dem Schöpfer und der Schöpfer ruft in ihm diesen Zustand hervor, richtig? Lese doch vor. Ich habe diesen Abschnitt jetzt von Augen nicht. Ich will dir lesen. Von Anfang an davon. Der Mensch muss glauben, er bekam den Abstieg, weil man ihn von oben weggestoßen hat. Und dann ist er in diesem niedrigen Zustand, kann an sich arbeiten und die Korrektur machen. Was heißt das, um nicht wieder zum Absturz zurückzukehren? Weil er muss glauben, dass der Abstieg für ihn die Korrektur ist. Das ist, was du wolltest. Wenn ihr in dem Zustand ist, was ist denn da schlecht? Ich habe kein Gehirn, keine Worte, das im Gebet auszudrücken. Wie soll man aus diesem Zustand herauskommen? Es gibt nur inneren Schrei und Riesenschmerz. Ich weiß nicht, wie er aus diesem Zustand herauskommen kann. Und was hast du, den Schmerz? Schmerz davon, von der Trennung. Was, in der Gruppe? Ja. Die Gruppe will dich nicht? Ja, man hat von oben, man hat mich abgestoßen. Was heißt von oben? Was bedeutet das von oben? Der Schöpfer gibt dir das Gefühl, dass die Freunde dich nicht wollen? Ja, es gibt eine Gefahr dessen, dass ich mich nicht im Weg befinde. Das verstehe ich nicht. Der Zustand ist sehr privat. Das muss man klären. Ich frage, wie ein Mensch, der einen Riesenschmerz hat, kann er über das Wunder bitten? Ich weiß nicht, wie ich die Situation lösen kann. Ich kann da auch nichts lösen, weil ich den Zustand nicht verstehe. Ich verstehe den Zustand nicht. Ich kann dir nichts sagen. Sollte man klären. Kläre, spreche mit den Leuten auf eine ernsthafte Art zwischen euch im Zehner und klärt den Zustand. Vielleicht wirklich hast du ihnen etwas angetan, wo sie mit dir nicht mehr verbunden sein möchten. Vielleicht? Prüfe. Diese, worüber ich frage, in dem Moment, wo ich vollkommen klein bin, ich weiß nicht, wie ich bitten muss. Wenn du nichts weißt, dann gehe ich aus dem Zehner raus und dann hast du damit nichts zu tun. Oder du nimmst auf dich die Verantwortung an und du kannst nicht drinnen und draußen sein. Ich frage nicht über den Zehner, über die Arbeit im Zehner, die Verantwortung. Ich frage über die Bitte und das Gebet. Wie kann ich richtig bitten, damit ein das Wunder passiert, damit sich der Zustand ändert? Ich weiß nicht, der Wunder wird es nicht geben. Ich verspreche dir, es gibt kein Wunder. Wozu brauchen wir hier Wunder? Wir brauchen die Korrekturen, entsprechend den Rishimot, die sich enthüllen. Klärt diese Dinge in der Gruppe. Ich bin bereit, sich das anzuhören. Aber wirklich, es gibt hier ein Problem. Es gibt hier ein Problem.
Vielleicht brauchst du die Hilfe von jemandem, von deinen Freunden, die dich unterstützen, weil ich sehe, alle diese Probleme setzen sich weiter fort. Gut. Dnieper. Rav. Es kommt heraus, dass in jedem Artikel von Balsalam und Rabash, dass der Schöpfer vollenden wird, dass wegen der Barmherzigkeit des Schöpfers es geschieht. Und das, gerade das bringt den Menschen dazu, dass er fällt. Woher muss ich das wissen? Wenn ich weiß, dass sich der Schöpfer vollenden wird, dann verschwindet die Verantwortung sofort. Ich kann diese Sache nicht verstehen. Ich kläre. Kläre auf. Natürlich, alles macht der Schöpfer. Das ist die einzige Kraft. Es gibt niemanden außer ihm. Die Kraft, die handelt überall, was es gibt. Und die Kabbalisten verbergen das nicht. Andersrum, sie enthüllen das allen. Und außerdem erklären sie uns, wie können wir uns an diese einzige Kraft an sie wenden, die überall wirkt. Es gibt niemanden außer ihm. Und das ist die Kraft, die uns korrigiert, dass diese Hinwendungen an diese Kraft, wie können wir richtig so arbeiten, wenn man uns nicht erklärt, dass der Schöpfer alles macht. Wenn wir nicht erfahren, dass der Schöpfer alles macht, sind wir wie Dummen, das ist die ganze Menschheit so. Alle tun etwas und denken, es wird davon was Gutes kommen. Es kann davon nichts Gutes kommen, weil durch alles, was wir tun, unten, hier, wie kleine Käfer, wir kommen letzten Endes zu Verzweiflung, zu Enttäuschung, Auswegslosigkeit, dass wir nichts anderes haben, außer zu bitten, dass der Schöpfer alles macht. Der Schöpfer vollendet für mich. Das ist gerade mal andersrum, wie du sagst. Ich muss wissen, dass alles macht der Schöpfer. Und nur meine Hinwendung, unsere Hinwendung von uns gemeinsam, wenn wir uns verbinden und fordern von ihm, das ist das, wie wir ihn aktivieren. So können wir ihn aktivieren und so korrigiert er uns. Wie korrigiert er uns, wissen wir nicht exakt, weil seine Gedanken erlangen wir nicht erst nach der Korrektur. Aber jetzt bitten wir aus dem zerbrochenen Zustand. Deshalb ist es unmöglich, ihn zu verstehen. Nur darum bitten. Können wir zum Beispiel die Abschnitte benutzen, die über unsere Arbeit sprechen? Dann, wenn wir diesen Abstieg einplanen und wir sagen dann, dass der Schöpfer das verenden wird, ich möchte einfach den Ablauf verstehen in der Versammlung, in den Besprechungen. Ich verstehe wirklich nicht, wovon du sprichst. Wir lernen immer, worin besteht unsere Arbeit. In der Bitte zum Schöpfer. Er soll die Korrektur vollziehen. Und unsere Arbeit beginnt damit, dass wir diese Unkorrekturen fühlen. Und alle diese Unkorrekturen sind in der mangelhaften Verbindung zwischen uns. Und all unsere Hinwendung an den Schöpfer besteht darin, um ihn zu überzeugen, dass er die Verbindung zwischen uns korrigiert. Und es gibt nichts anderes zu tun, dass du entsprechend deinem Gehirn möchtest das System verstehen, die Seelen verbinden, so und so, entsprechend deinem Verstand, tu, was du willst. Aber wisse, alles ist eine Lüge. Kann man fragen? Ja. Sagen Sie bitte, den Abstieg empfinden wir alle als etwas Positives, weil wir aus dem Gegensatz handeln. Also wenn ich das richtig verstehe, diese Abstiege müssen darauf, sind deswegen, weil wir um Verbindung zu gelangen.
Also nicht künstlich müssen wir die Abstiege hervorrufen, sondern diese Abstiege entstehen, weil wir zur Verbindung immer weiter voranschreiten. Richtig. Ausgehend davon, dass wir voranschreiten zum Ziel, dann laufen wir auf zwei Füßen. Linke, rechte, links bedeutet, ich kläre, was mir fehlt, um richtig zum Rechten zu kommen, zu der Rechten zu kommen. Und so verbinde ich jedes Mal Chisaron, Zerbruch in der Linken, korrigiere und dann die Verbindung in der Rechten wieder, natürlich den Zerbruch in der Linken, korrigiere wieder mit der Rechten. Und so kommen wir voran. Verstanden? Danke, Raff. Denk dran und wir setzen dann fort. Vielleicht heute sogar, während des Tages machen wir vielleicht. Lass uns da schauen. Schreibt an das System. World Board Kli. Und vielleicht setzen wir tagsüber darüber zu sprechen. Fort. Ja, heute ist Unterricht um 2. Richtig, von 2 bis 3 sprechen wir drüber und machen wir dann zum Ende den Unterricht. Aber bevor wir den Unterricht beenden, wir schauen jetzt auf den Tagesablauf und wir möchten auch alle Freunde erinnern, dass am Sonntagabend um 6.30 Uhr in der Zeit der Freundesversammlung nur 15 Minuten früher werden wir eine Mahlzeit haben. Meine Mahlzeit der Kabbalisten. Und wir werden studieren, was es bedeutet, eine kabbalistische Mahlzeit. Deswegen bitten wir alle Freunde, damit wir eine Chisaron-Erklärung haben, am Sonntag um 6.30 Uhr, damit ihr schon Zwiebel, Öl, Bier, Brot habt. Also, wir haben die Vorbereitung zum Unterricht 13.45 bis 2, dann 2 bis 3 Unterricht. Und von 3 bis 4.30 Frauenunterricht. Und wir beenden Musik und dann machen wir weiter.